Ja, hau mal den Trailer an, komm. Ja. Ja, geil. Neuigkeiten. Jetzt können wir hier Trailer gucken. Und wir sehen das zum Glück auch. Mhm. Haben wir auch Ton? Ich hoffe. So. Immer den gesamten Stapel halten. Ja, das ist wichtig. Und du musst 10 Kilo wiegen. Ja. Also wir sehen die Trailer auch, ne? Ist krass, das hilft beim drüber reden. Mhm. Ich mag das animierte Auge bei dem A. Ja. Ja. Mhm. Ich kann ja schon mal, dann lese ich mal den nächsten vor. Okay, wir sehen den Trailer nicht und die Leute haben keine Facecam. Die Leute wollen eine Facecam sehen. Und wir sehen den Trailer nicht. Regie! To fight. Regie! To win! To be a Spartan! Erstmal ein Snickers. Spartans. Nein, Quatsch. Regie! Hallo, Regie? Hallo! Wir waren gerade in der Tagesschau, es muss jetzt funktionieren. Wir sehen die Trailer nicht und die Leute sehen uns nicht. Sir, Sir, Sir. Alles klar, danke schön. Es wird sich gekümmert. Schön, dass, wir nicht schuld sind. Ah, angenehm. Endlich haben wir es mal nicht verbockt. Ah, oh, da kann man sich auch mal zurücklehnen. Ist der Trailer schon vorbei? Ich glaube ja, mein Handy ist gerade rausgefallen. So, das war also Hallo Infinite. Was denkst du denn darüber? Oh, die Tatja hat tatsächlich angerufen. Ja, Mike, da muss man zurückrufen. Ah, nee, ist der Publisher. Du, ich würde sagen, Halo Infinite kommt auch am 8.12.21 raus, ne? Sehr gut gesagt. Ja. Frei. Okay, und das wird zum Start Free-to-Play-Multiplayer, ne? Würde ich einfach mal vermuten. Ja. Es ist fantastisch. Und Kampagne kannst du auch spielen. Okay, ach, wir sind wieder bei Putzi drauf. Okay. Es geht sofort weiter. Du kannst auch spielen, das Spiel, wenn du willst. Geht das? Man kann auch gucken, das Spiel. Und die Kampagne ist auch zum Release spielbar, Komma Koop später. Das ist natürlich fantastisch. Genau. So. Wir haben leider nichts gesehen. Würden wir noch mal gucken, oder? Regie? Ja, na klar. Ich würde es noch mal. Der Trailer war so gut, den gucken wir uns noch mal so an. Gut. Den will ich unbedingt noch mal sehen. So. Ja, wir waren gerade in der Tagesschau. Und genau jetzt, wo wir gerade in der Tagesschau liefen, muss natürlich hier alles schief gehen. Oh Gott. So will es das Gesetz. Dann gucken da Leute zu, die so, ach so, was ist denn das? Ach ja, die sollen sich mal einen richtigen Job suchen. Ja. Oh. Oh, wir haben ein Schwarzbild. Ja. Aber es tut sich was beim Fernsehen. Das ist schon gut. Ich leg mal das Handy kurz. Okay. Es gibt Blut, Sprache und Gewalt. Aber ich hoffe, wir hören ihn auch, den Trailer. Oh, okay. Es gibt sehr lange Blut, Sprache und Gewalt. Ja. Wir haben sehr, sehr viel Blutsprache und Gewalt. Eriks Bart kratzt am Mikro. Ja, das kann passieren. So, warte. Lange Blut. Das muss viel Blut haben und viel Sprache. Und Gewalt. Viel. Bestimmt. Und Teens. Teenager sind auch drin. So lang wie das geht. Viele Teenager da drin. Und Ezrib. Ezrib. Gute alte Ezrib. Ja, Möchtest du auch einen Red Bull? Nee, danke. Okay. Aber lieb von dir. Chat hat auch gefragt. Ich werde immer gefragt, ja. Ja. Das ist komisch. Du trinkst aber gerade nur Wasser bestimmt. Ja, ne? Ja, richtig. Ja, genau. Ja. Ganz kurz, Dustin, haben wir auch Ton beim Trailer? Also er hat gerade den Fernseher lauter gemacht, der liebe aufs Techniker. Ohr, okay, alles cool. Aufs Ohr, dann hört Funk aber nichts. Nee, aber er hat den Fernseher lauter gemacht. Ach so, okay, alles cool. Ja, ja, super geil, danke Ashley. Super nice. Wie heißt er? Ashley. Dürfen wir Ash sagen? Ja, oh, Ash. Super nice, Ash. Gut. Geiler Name. Nice. Okay, warte. Funk sieht aus wie ein Berg geschmolzener Lust. Wie recht du hast. Wie recht er hat. Wie auch immer du das gibst. Ja, ja. Ne? Stimmt, ne? Ja. Wie ein geiler Camembert. So. Okay, wir probieren es nochmal. Ne? Ja. Also wenn irgendwas schief geht, irgendwer ist schuld, aber keiner weiß wer. Das gehört dann dazu. Ne, die Schuld ist einfach irgendwo. Die liegt wahrscheinlich bei euch. Ihr habt den Stream falsch angemacht. Das wird sein. Ja. Okay, wir machen jetzt den ersten Trailer. Ich glaube, es ist Halo. Ich bin mir nicht sicher. Hallo. Ja? Also jetzt. Ah. Ja, super nice. Ist das Ingame-Grafik? Nein, das glaube ich nicht. Nicht jedes Spiel ist Wukong. Ich würde niemals denken, dass das Halo ist. Speedruns. Aber da jetzt null. Ja. Okay, Chat. Okay, die Facecam fehlt gerade. Regie, können wir noch eine Facecam bei den Trailern einbinden, damit Leute uns hier auch sehen, wie die beiden Opas bei Muppet Show.
Waldorf instead. Regie, Regie, Sir, Sir, Regie, Regie. Achso, kannst du noch eine Facecam einblenden für den Stream? Eine kleine. Oh, geht nicht? Okay, schade. Okay, geht nicht. Okay, alles klar. Aber wir quatschen einfach rein. So. Was passiert denn gerade? Also er schleicht... Sie schleicht sich, okay. Sie schleicht sich irgendwo durch. Und man hat auch eine andere Szene gesehen von den Soldaten, wie andere Soldaten... Aber Halo nicht immer geballert? Das sieht jetzt so sneaky aus. Da ist er. Ah, alles klar. Der Meisterchef. Ich würde am liebsten den Fernseher voll laut drehen, dann haben wir wahrscheinlich den Sound. Ja, dann haben wir den doppelten Sound. Vielleicht geht's ja. Vielleicht geht's ja. So. Oder die Technik kann einfach so ein GIF von Waldorf und Stadler irgendwo einbinden. Ja. Das haben wir. And together. Together we are unstoppable. Okay, was hat sie dabei? Eine Kette. Nee, aber sie trägt ja irgend so einen Rucksack. Are you ready? Yes, ma'am. I can't hear you. Yes, ma'am. Again. Yes, ma'am. Good. Who's first? Mm-hmm. Ist wirklich Firefly, ne? War wirklich das Firefly-Logo. Halo Infinite. Am 8. Dezember 2021. Mit Kampagne. Koop spielbar, ja. Die Kampagne ist direkt zum Release spielbar. Ja, Koop und zum Start auch Free-to-Play-Multiplayer. Würde ich einfach mal frei Schnauze vermuten. Ja. Habe ich mir gerade so überlegt. Oh. Ja, naja, ist so. Prima. Super. Hat man, glaube ich, gerade gar nicht gesehen, wenn du es weggeworfen hast, ne? Nee. Schade, schade, schade. Also ich dachte, jetzt kommt der nächste. Nee, hast der du nächste eigentlich Halo schon mal gespielt? Nee, tatsächlich noch nie, weil ich auch noch nie eine Xbox oder irgendetwas in der Art hatte. Es ist immer, wenn Halo im Gespräch ist, habe ich den ganzen Chat voll mit Halo ist geil, Halo ist geil. Ja. Und ich frage mich, wie das mir vorbeigehen konnte, weil ich dachte halt immer, das wäre nur Geballer. Also wirklich so auf der Konsole und das kann ich ja nicht so richtig. Ist es auch, aber du hast halt dazu einfach anscheinend, so wie ich gehört habe, ich habe es ja trotzdem geguckt, eine ganz gute Story mit einem zumindest noch in den ersten zwei Teilen guten Plot-Twist mit der Bibliothek. War das die Bibliothek? Chat, war die Bibliothek im zweiten Teil oder am ersten? Ich guck mal. Weil das war ziemlich geil. Ja, jetzt kann man am PC spielen inzwischen, ja klar. Aber vorher ging das ja nicht. Im ersten und im zweiten, alles klar. Die ist in jedem Teil. Okay, dann bin ich alles blöd. Klar, alles gut. Klar, alles klar. Aber das ist halt gute Story. Mit einer aber das ist halt eine Serie, die habe ich halt komplett ausgelassen. Und ja, jedes Mal, wenn ein neuer Teil kommt, ganz im Chat rastet aus und ich so, echt, so gut ist das? Also, es hat auch nie diesen Eindruck auf mich gemacht, das müsste ich spielen. Genau. Aber anscheinend muss man spielen. Halo hat eine Mega-Story, 27 Bücher bis jetzt. Wie soll ich das nachholen? Ich habe nicht mal so lange zu leben, wie soll ich das nachholen? Kann man die Story kapieren, auch wenn man die Bücher nicht liest? Ja, muss man bestimmt. Ja, also, die bauen ja dann darauf auf. Glaube ich auch. Ja. Die Halo-Lore ist cool, lese ich gerade. Halo ist geil. Mega-Story. Ich lese keinen, du hast ansonsten immer einen Nö-Sager. Bei Halo hast du keinen Nö-Sager. Wie doch, einen habe ich gelesen. Sicher? Der hat sich verschrieben, aber. Das kann natürlich sein. Der hat sich absolut verschrieben. Ja. Okay, jetzt schreiben alle nö. Ja. Danke, Funk. Tut mir leid. Du weißt doch, wie es läuft. Yep. Du weißt doch, wie es läuft. Sorry. Yeah. Sorry. Okay, wollen wir den nächsten Trailer vielleicht mal da. Haben wir da einen richtigen Trailer? Oh, dann sehen wir beide endlich was wir sehen wollten. Richtig. Oh. Das nächste interessiert uns beide. Ja. Und kein Trebuchet. Ich spoil, genau. Ich spoiler vielleicht. Es gab eine Beta zum Spiel und ich habe es nicht. Ich wurde auch nicht eingeladen. Nee, offenbar. Ich habe eine Jogginghose und Strümpfe. Habe ich auch. Ja, von den Spielen. Ja, habe ich auch bekommen. Aber ne, okay. Aber für den Rest ist nicht relevant genug. Für den Rest anscheinend egal, alles klar. Ja. Aber die sind gemütlich, die Sachen leider. Ja. So. Es geht um Age of Empires 4. Abfahrt. Film ab. Ja, genau. Matz ab. Matz ab. Oh nein, das klappt ja. Ist das Indien drauf? Every decision can be the difference between rising to power or being lost to history. How
will you grow a small fort into a mighty empire? Ich habe gleich spielt. Zwei oder drei? Eins, zwei, drei. Nee, drei nicht. Warte, drei habe ich nicht gespielt. Drei habe ich auch drei hab ich sehr wenig gespielt. Zwei habe ich gesucht. How large came from humble beginnings. Some invested in advancing technology to create the most. How will you use your resources to rise above the rest? Waren da wieder die Zeloten? Ja. Zum Kotzen. Ohne Stillhaltchen. Ich würde gerne wissen, falls jemand im Stream in der Beta war, sind die Maps wieder größer als bei Age of Empires 3? Weil das hatte mich damals ein bisschen abgehalten. Die Maps waren halt sehr begrenzt. Die Grafik war natürlich cool, aber die waren sehr begrenzt. Oh, sieht schon lecker aus. Okay, Maps sind wieder größer. Nice. Oh, das sieht sehr lecker aus. Sehr cool. Also, ein paar Leute haben, glaube ich, noch nie Age of Empires gespielt und wissen gar nicht, was für ein geiles Spiel das ist. Das macht echt Laune. Boah. Also gerade auch die älteren Teile, 1 und 2. Ich bin normalerweise nicht so der Multiplayer großartig, ne? Aber Age of Empires 2 habe ich. Huch? Okay. Okay, nein. Ich hoffe, das seht ihr gerade nicht. Ich weiß nicht. Oh, ich hoffe, das seht ihr gerade nicht. Mein Gott, bist du witzig. Wir waren beide im Bild. Du hast aber wieder nur dich gesehen. Ach so, ja, habe ich. Ja, also Age of Empires 2 habe ich ohne Ende gesuchtet. Damals noch mit meinem Kumpel, der ist Holly, hieß der. Und wir haben uns immer getroffen, immer Rechner rübergeschleppt, ne? So typisch LAN-mäßig. Rechner zum anderen geschleppt und wir haben nächtelang Age of Empires 2. Es war einfach so gut. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja. Boah, und da hatte ich eigentlich mal wieder Bock drauf. Und ich hoffe, Age of Empires 4 zündet das einfach wieder. Oh. Ja. Das war ja auch das Schöne, das hat ja sogar mir gefallen. Ich bin eigentlich eine absolute Nulpe, wenn es so um Strategiespiele geht. Aber Age of Empires ist einfach. Also genau, es ist nicht so kompliziert. Es macht tierisch Bock. Vordergürtel. Das weiß ich nicht mehr. Vordergürtel. Das macht, wenn man Befehle macht, irgendwie Bäume fällen. Vordergürtel. Immer. Habe ich bis heute im Kopf. Okay. Es war nicht Holly LP. Das war noch lange Zeit vor den Let's Plays. Das war nicht Holly LP. Nein, das war lange Zeit. Da war der wahrscheinlich noch 6 oder 5 oder 4 oder so. Oder noch gar nicht geboren. Ja, oder so. Da war ich. Als du jung warst? Ja, da war ich jung. Da war die Welt noch nicht geboren. Und du sagst es, mein Freund. Ja, ich sag's ja. Ich nehme das als Anerkennung meiner Weisheit. Und dann mit dir ging die Sonne Holze da, stimmt. Holze da. Was war ein Vorgere? Ich weiß es gar nicht. Ach, schön. Es war noch Holly Lackplatte. Ach, schön. Oder wenn neue Einheiten produziert wurden, das Geräusch. Ich habe nichts mehr im Kopf. Nee. Wow. Nee, gar nichts mehr. Ich höre das alles einfach noch bis heute. Ich habe zu viel Diablo 2 gespielt, da habe ich alle Töne drin. Warte, ich habe immer noch Tittenschwitz, Entschuldigung. Aber ich weiß nur noch mit diesen blöden Zeloten, wo du ja auch Türme bauen konntest und andere konvertieren. Mhm. Du konntest ja andere Gebäude auch übernehmen und andere Einheiten. Oder diese Mönche. Ja, genau. Und da hattest du Türme, die das erweitert haben. Es gibt ein schönes Video von The Spiffing Brit dazu, wenn du den kennst. Ja, klar. Ja, und das haben wir früher sogar gespielt, die Scheiße. Was er da macht. Und ich habe das einfach so wiedererkannt. Ich habe so einen Hals bekommen. Also er so, oh, das macht so Spaß. Und ich so, ja, aber hab das mal gegen dich, du Penner. Blöder Penner, ich hasse dich. Mann. Ach, schön. Ups, jetzt muss ich rülpsen. Ist das da hinten Tänzerin? Bitte was? Ich? Nee. Ich werde oft verwechselt als Tänzerin. Aber ja, das stimmt. Nein, bin ich nicht. Du musst ja mal hier oben so einen Nippel tätowieren lassen und immer so in die Kamera gucken. Warte mal, welche Tänzerin? Nee, sind sie nicht. Nee. Das ist Papa Platte. Ach stimmt, die sind ja alle in der Küche gerade, ne? Stimmt ja. Genau. Oh, wenn es hier gleich nach Schnitzel riecht, ne? Ich werde gleich rübergehen und dann mit so einem Strohhalm. Warum ist Funk eigentlich so gut aussehend? Gute Gene. Danke. Gute Gene und langjährige Pflege. Ich sag meiner Mama danke. Das mache ich. Okay, nächster Trailer? Ja. Achso. Achso, den hat man schon. Den hat man auch schon. Oh! Oh, das ist aber, jetzt ist ja natürlich überraschend. Damit hätten wir es beide nicht gerechnet. Darauf freue ich mich aber persönlich ehrlich gesagt selber drauf. Das haben wir leider eben gerade auch schon gesehen, als es vorgespult durchlief. Aber darauf freue ich mich sehr. Okay, nächster Trailer. Mats ab! Von Warner Brothers. Oder Warner Games. Genau, Warner Games. Oh! Wir haben keinen Ton. Ist okay. Wir haben Lego, ist gut. Promise me you will train the boy.
Oh. Yes, Master. Haben die Zuschauer Ton? I was once a Jedi Knight. Oh, ist das schön. The same as your father. How did my Hab ich nicht. Die? Hab's nicht am Ohr. Aber ist okay. Geht auch ohne Ton. Ah, da kommt eine Facecam. Guck mal. Oh. You are ready. The Rebellion is reborn today. In die Lego-Spiele sind so... Sie sind immer das Gleiche. Sie sind niemals was Neues. Aber sie nehmen sich selber nicht so ernst. Sie sind unterhaltsam und familienfreundlich. Ja, und du kannst sie auch so einfach leisure-mäßig rumspielen. Du kannst nicht wirklich sterben. Du kannst nicht wirklich was falsch machen. Das ist natürlich Klemmbaustein-Star Wars, ne? Ja. Klemmbaustein-Star Wars. Und ich liebe die Lego-Spiele. Alle. Dass Warner Brothers die genommen hat und was die daraus machen, hätte ich nie erwartet. Und sie machen es so geil. Ich wollte die immer mal anfangen, die ganzen Lego-Spiele. Ja. Aber das sind halt so viele. Ja, einfach machen. Ich habe alle... spiele die Star Wars Komplettsaga. Star Wars Komplettsaga, Lego, perfekt. Ist auch das Beste, was du von Lego spielen kannst. Okay. Allerbeste. Okay. Oh, sieht das gut aus. Oh. Ja, gute Frage. Ist das noch von TT Games? Weil sind die nicht zwischendurch pleite gegangen oder irgendwas? War da nicht was? Das war... Also, ich hoffe nicht. Ist das von TT? Das sieht auf jeden Fall gut genug aus. Frühling! Ja! Und TT ist noch da. TT Games alles klar, steht da. Alles klar, okay. Dann ist das noch TT. Ja, geil. Ja. Nice, ja. Was kann man denn dazu sagen? Ich glaube, es umfasst die komplette Geschichte der Skywalker-Familie. Wie zum Beispiel Anakin, Luke und Kylo Ren. Ja. Und die anderen frechen Jungs und Mädchen. Lümmels. Jungs und Mädchen. Die Lümmels auf der anderen Seite, die da gerne mal mit ihren Lichtsäbeln herum. Es spielt in uns bekannten und beliebten Star Wars-Universum. Für Ältere Krieg der Sterne. Das ist mit dem bekannten Wookie Chewbacca. Hallo, ich bin Chewie. Kennt man die Szene. Und Han und Chewie. Und natürlich der blaue Geist von Onkel Ben, der gestorben wurde bei einem Unfall. Und große Macht bringt große Verantwortung. Also wir haben aber auch Lichtschwertkämpfe. Ja, da ist alles dabei. Und Weltraumgeballerei. Genau. Und einen T-Fighter hast du noch nie so schön... Und ein X-Flügler. Richtig. Diesen Namen ist wirklich X-Flügler, ne? AT-ATs, AT-STs, SC-ATs, Y. R2-D2. Kamera Z. Und außer natürlich in der uns beliebten Klemmbaustein-Optik. Die auch zu Hause Spaß macht, wenn ihr euch für Klemmbausteine und Bastelei interessiert. Nee, wirklich, das Spiel ist großartig. Also, es macht wirklich viel, viel, viel mehr Spaß, als wir gerade das empathielos rüberbringen. Wookie. Ach, schön. Haben wir irgendwas vergessen? Nein. Schade, dass er gestorben wurde. Ja, er ist halt gestorben worden. Der ist ja nicht selber gestorben, der wurde ja gestorben. Der ist, ja, das stimmt, ja. Ja, wollen wir einfach nächster Trailer mal gucken, was passiert. Wir lassen uns mal überraschen. Nächster Trailer, komm. Okay. Bam, bam, bam. Abfahrt. Ich guck mal drauf. Ah, hab drauf geguckt. Okay, ich guck mal nicht. Das kommt mir bekannt vor. Das habe ich schon mal gesehen. Okay, kaufe ich. No Man's Sky 2. Tiny Roar? Okay. Ich sollte es kennen. Ich kenne es nicht. Adventure. Ja. Oh, schwieriger aus. Na nü. Oh, so ein Schwert. Guck mal, die Waffe, ist die nicht aus Final Fantasy, dieses Schwert mit der Knarre drin? Gunblade? Oder so? Aber es sieht nicht mal im Entferntesten ähnlich aus. Ja, aber es war ein Schwert mit der Knarre drin. Ich kenne das nur von Final Fantasy. Ist das ein Schwert mit der Knarre drin? Das sah so aus, ich weiß nicht genau. Sieht aus wie ein Leuchteschwert. Oh, die armen Mods heute wieder. Für Early Alpha sieht er super aus. Ja. Xel. Xel? Xel. Ich kenne das gar nicht. Ich hoffe, das
Hab ich auch noch nie. World Premiere! World Premiere! Oh, ist das sogar Deutsch? Komm schon. Da ist nichts zum Umdrehen. Was? Jetzt auf Steam Wishlist. Ja, gerne. Okay, nice. Unbedingt. Sah auf jeden Fall nice aus. Also sieht wirklich schnieke aus. Ne? Schöner Adventure-mäßiges. Hab ich hier irgendwas dazu? Ja. Assemble Entertainment, Sci-Fi Fantasy 3D Action in der Rolle von Reed, strandet auf der fremden Welt Xell. Oh. Zelda-like. Ja, hast du richtig. Ja. Ach, daher kam das. Ja. Mit Dungeons in Oberwelt. Sieht aber wirklich nice aus. Das ist also wirklich schön. Ich finde, Early Alpha sah es auch schon absolut gut aus. Ich hab das überhaupt nicht auf dem Schirm. Noch nie von gehört? Nee, ich auch nicht. Und das überrascht mich. Schön war ich. Okay, war ja, das war schön. Das war schön. Machen wir direkt weiter. Ja, machen wir direkt weiter. Xell wurde gestern als Weltpremiere angekündigt. Siehste. Und World jetzt Premiere. Auch. World Premiere. World Premiere. Hier zum ersten Mal. In the next trailer. Das darf ich noch nicht sagen. I'm very aber excited. Es tolle Sachen. This is my most favorite game of all time. Mhm. Naraka Blaplatsch. Okay, dann hau mal raus, die Mats. Oh. Früher war die Erde unsere Heimat. Bis die nukleare Katastrophe sie ins Chaos stürzte. Oh, ich weiß, was es ist, glaube ich. Das haben wir gespielt im Stream. Nur wenige konnten sich in große Bunkeranlagen flüchten. Dort wurde ich geboren. Ich bin aufgewachsen in Dunkelheit. Und was ist denn? Nach 150 Jahren sind wir endlich an die Erdoberfläche zurückgekehrt. Am Anfang ja. ging es nur ums Überleben. Wir haben begonnen, Wasser zu speichern und uns mit dem Nötigsten einzudecken. Endzone. Ja. Es sah aus, als ob sich unsere Vorbereitungen auszahlen würden. Und Endzone kriegt als nächstes, glaube ich, ein fettes Add-on. Hat sich verändert. Soweit ich weiß. Die und zwar kein Strahlung DLC, ist zu einem unsichtbaren, tödlichen Begleiter geworden. Wieder hinten der Rasen. Dürren und Sandstürme suchen uns immer wieder heim. Wenn man Durst hat. Mhm. Vor allem, wenn man das Wasser verbraucht und du hast aber keins. Folgen der drastischen Zerstörung unserer Umwelt. Das hat super Spaß gemacht. Das sollten wir eigentlich noch mal im Stream spielen. Doch wir halten diesen Gefahren stand. Wir schreiten voran, um diese Welt also wieder erträglich zu machen. Ist das so ein dystopischer Aufbau? Genau. Das ist so quasi, die Menschheit ist fast ausgelöscht nach Atom und Pipapo. Jo. Und du musst versuchen, alles wieder aufzubauen. Wir haben uns aber ein neues Zuhause erschaffen. Es ist halt kackenschwer. Ja. Sieht aber schnieke aus. Mega gut. Hat auch sau Spaß gemacht. Ich glaube, da haben wir uns auch festgesuchtet. Doch kein Frieden. Ich guck mal ganz kurz. Genau. Ich sehe gerade auf der Moderationskarte vergleichbar mit Banished. Auf jeden Fall so. Oh. Das Add-on? Manche Überlebende sind neidisch auf unseren hart errungenen Wohlstand. Ach, da muss eine andere Siedlung aber überrennen und kaputt machen. So weit war ich noch nie. Wir werden uns unseren Erfolg. Ich kenne das bei Strategiespielen, man baut einfach. Einfach erstmal heimelig machen, ne? Erstmal schön. Das erinnert mich jetzt auch noch ein bisschen an Siedler gerade, ne? So postapokalyptische Siedler. Nicht nur für uns selbst, sondern um unseren Nachfahren einen Morgen zu schenken. Wir werden weiterleben. Es liegt an dir, unsere Zukunft. Das sieht aber schon gut organisiert aus. Mhm. Endzone. Endzone, a world apart. So heißt das Addon. Das Addon heißt Prosperity, wenn ich das gerade richtig sehe bei dir auf dem Zettel. Prosperity, full release out now. Okay, Endzone, ganz ehrlich, Endzone kann ich super geil empfehlen. Würde ich auch gerne nochmal im Stream spielen. Das sollten wir uns unbedingt nochmal angucken. Habe ich noch nie von gehört. Nee? Aber ich spiele ja auch komplett anderen Schwachsinn. Das ist schön. Upsa. Oh, warte mal. Ah, da ist Prosperity. Prosperity. Oh, da sieht man jetzt noch mehr. Together we've already achieved so much. But there's no time for stagnation. Und wie ist es, wo kommen die Leute dann her? Also wirbst du die an, weil deine Siedlungen denen erstmal Sicherheit? Die vermehren sich auch. Die ficken? Ja, die ficken. Oh Gott. Miteinander, sie korpulieren. Das heißt aber, die können auch andere Stressprobleme dann erzeugen. Stressprobleme? Na, jemand Betrunkener zum Beispiel. Wie ein Betrunkener? Was? Na, kannst du Alkohol anbauen? Ja, offenbar schon, aber das ist Add-on, da weiß ich noch nicht viel von. Weil das sieht so drogenmäßig aus jetzt. Ich versuche was zu hören gerade, aber es ist sehr leise. Sie addieren sich. Eine
provides for an autonomous water supply. Wunderschön. Aber das Ding ist, wenn du so Pumping Stations baust, sinkt der Wasserspiegel. Du verbrauchst das Wasser halt wirklich. Kann der auch wieder steigen? Mit Regen wahrscheinlich. Mit Regen zum Beispiel. Aber wenn du zu viel verbrauchst, trocknet der einfach aus. Und dann bist du am Arsch. Das ist voll geil. Voll geil, wenn man verdurstet und stirbt. Boah. Ja, hey! Krass. Ja, das werde ich mir mal wischlisten. Da muss ich mir, ihr habt das schon mal gestreamt? Wir haben schon mal gestreamt, ist schon ein paar Monate her. Muss ich mir angucken. Super nice. Sieht echt lecker aus. Ja. Ist die Spielesause eigentlich ein Konkurrenzunternehmen zur Gamescom? Nein, wir sind in Kooperation mit der Gamescom. Also wir machen das in Koop mit Gamescom. Genau. Wir versuchen für euch Spaß zu haben. Wir haben Spaß, damit ihr es nicht müsst. Chewie. So, nice. Also super geil. Endzone. Bis jetzt sehr, sehr nice. Wie lange gibt's das? Ich habe gerade schon erzählt, wie ich es im Stream fand. Das habe ich die ganze Zeit erzählt, so musst du mir zuhören. Ja, das meinte gerade, vielleicht mal erzählen, wie du das im Stream fandest. Ich glaube, vielleicht meinte der das dann genau so, weil du es schon dreimal gesagt hast. Ach so. Ah, meinst du ironisch? Ja. So, vielleicht erzählst du nochmal, wie du das im Stream fandest. Ja, vielleicht einfach nochmal sagen. Hat es dir denn gefallen? Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir sollten es mal wieder spielen. Schön. Okay, den Schlong McNugget können wir ruhig mal wegbannen übrigens, ne? Wir müssen heute nicht zimperlich sein. Wenn Leute scheiße sind, dann hauen wir die raus, weil wir haben Spaß hier. Ja? Und wenn dann Spaßbremsen auf der Party erscheinen, dann werden die einfach zur Tür gebeten. Nicht böse sein, aber so richtig. Machen wir das hier eben. Richtig. So. Und so ein Add-on erscheint dann wie... Das Add-on soll ein richtig klassisches Add-on sein, nicht ein DLC mit nur so ein bisschen ne, dies, das, sondern es soll ein richtig großes Add-on werden, das weiß ich. Also, okay. Aber ich weiß halt nicht, was alles drin ist. Ich weiß nur, dass es sehr groß werden soll. Also quasi wie ein eigenes Spiel. Genau. Cool. Wenn das auch noch eine eigene Seite hat. Auf Steam. Ja, das weiß ich nicht. Kannst ja wünschlissen. So, was kommt als nächstes? Als nächstes hätten wir... Oh, nochmal, okay. Wow, what? Okay. Oh, das kennen die Leute, aber für uns ist es halt echt so ein Wow. Eventuell etwas mit El Poco Locus. Ich bin gespannt, ob wir was Neues zu sehen kriegen. Das weiß ich mich noch nicht. Oder wieder das Alte? Ich hoffe, was Neues. Wie heißt der Schauspieler? Anton Castillo. Okay. Großartig. Mit Anton Castillo als Bösewicht. Naja gut, ihr wisst, was kommt. Knack 3. Das kenne ich noch nicht, den Trailer. Let's get right to it. Yesterday your network, Yaravision, was hijacked by rebels. Oh, don't shoot! They called for the liberation of so-called outcasts from Viviro labor camps. Is Viviro produced with slave labor? Viviro saves millions of lives. Do you think that those lives care where it comes from? You were imprisoned at the age of 13, the same age as Diego. You spend a lot of time with your father. He is a great teacher. A lion finds calm before the kill. Fire me! I understand you were forced to endure 15 years of hard labor, pruning tobacco. I hear you still have the blade. When Yara becomes paradise, my methods, no one will care. You are the only survivor? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. A revolution is not won by the fearless. It's won by the fear. Welcome to Libertad, Danny. I have a vision. To rebuild paradise. A cure. Viviro. The most effective treatment for cancer the world has ever seen. Grown within our precious tobacco. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Out. Now. Your safety's on. You want me to kill Anton Castillo? Kill a dictator who has raped our land and turned our people into slaves? Thinking about it. What about you? You're gonna be a fucking guerrilla legend! Also bauen ein Mittel gegen Krebs an in Tabakpflanzen, aber durch Sklavenarbeit. Habe ich jetzt richtig verstanden alles, ne? But I promise you one thing. I will be fearless. There are lions. There are lambs. But be ruled. You are a lion. And we eat the fucking lambs. Ich liebe den Bösewicht. Jeder liebt den. Ich liebe den Bösewicht. Obwohl er der Bösewicht ist, liebe ich den Bösewicht.
Ich spiele eigentlich in seinem Team. Und den Hund. Und den Hund. Können wir den Hund mit dem Bösewicht kombinieren? Ja. So ein süßen Bösewicht. Wuff, ich töte dich. Bellwau. Wuff. Vor allem, wenn du den Hund ja als Begleiter hast, wird er dann nicht auch verprügelt und geschlagen von Leuten? Ja, sicherlich. Da würde ich ja durchdrehen. So ist das Leben nun mal. Ja, da würde ich ja durchdrehen. Da würde ich ja aus Versehen. Friede, Freude, Eierkuchen. Da würde ich. Ja, weiß ich nicht. So, warte mal. Freue mich schon, wenn du es spielst. Ich freue mich auch schon, wenn ich es spiele. Ich werde es auch spielen. Ich werde da sowas von spielen. Wirst du spielen? Ich werde es auf jeden Fall spielen, aber im Stream. Ich hoffe, der Dustin fragt dich nochmal, ob du spielen wirst. Ja, wahrscheinlich. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben beide während des Trailers erstaunlich wenig geredet. Ich habe auch nur mir die Bilder angeguckt und ich habe gar nicht den Untertitel gelesen. Weil Untertitel lesen hasse ich, wenn ich Film gucke. Deswegen höre ich auch gerne Originalsprache alles immer. Aber das war schon sehr, sehr nice. So, wirst du spielen? Ja, weiß noch nicht genau. Na, vielleicht nicht. So, das kann niemals gemütlich sein, wie Frank da sitzt. Doch, doch, klar. Mega gemütlich, hallo. Das geht schon. Irre. So, wie lange gehen die Streams bei der Spielesause? Wie lange machen wir denn heute? 23 Uhr? Ich weiß 24 Uhr. 24 Uhr? 23 Uhr? 24? Also, 23 ich höre gerade 23 Uhr. Okay. Also heute bis 23 Uhr. Die nächsten drei Tage von 13 bis 23 Uhr oder 24 Uhr. Ne, so im 23 Dreh. Minimum. Genau. Damit wir nach hinten noch ein bisschen offen haben, weil wir so viel labern, wird sich alles verschieben. Ja. Das Übliche. Ja. Aber es wird niemals länger als 24 Uhr gehen. Genau. Dürfen das wir nicht. Das dürfen wir leider nicht. Ja. Auch wenn ihr wollt. Auch wenn ihr gerade reingekommen seid. Ja. Wir haben sogar gefragt, ob wir, wenn das Team weg ist hier und die Halle dürfen. Und das Licht runterfährt, wir hier in der Kabine noch dürfen weiter streamen dürfen über unser OBS und so. Aber auch das ist wegen Versicherungsgründen, dürfen wir halt nicht mehr in der Halle sein. Ja. Deswegen Punkt 0 Uhr werden wir hier einfach den Haaren rausgeschliffen. Und wir hassen jetzt alle Versicherungen. Und aus der Gamescom-Halle rausgeschliffen werden, da bin ich Experte. Ja. Ja, stimmt. Wirst du das eigentlich spielen, was wir gerade gesehen haben? Far Cry 6? Ja. Du, ja, da habe ich viel von gehört, das werde ich wohl spielen. Ich glaube, das werde ich wohl spielen. Wie fandest du eigentlich Endzone? Endzone? Mhm. Das sah richtig gut aus. Sah auch richtig gut aus. Richtig gut aus. Macht wirklich Spaß. Das, also, ich glaube, schon im Stream gespielt. Ach, du hast ja schon mal im Stream gespielt? Ja. So, wollen wir nochmal? Bei Far Cry interessiert mich so sehr das Bösewicht-Ding, was rauskommt. Was wir gesehen haben. Das Bösewicht-Ding? Dieses Alternative, da wo du die Bösewichte kriegst, stimmt. Das haben, was wir bei der E3, ja, bei, genau. bei dem Reveal gesehen haben. Ja, und dann kam nichts mehr darüber. Okay, anscheinend das nächste, nee, doch nicht. Okay, wir gehen zum nächsten rüber. Ja. Yo! Okay, das meint. Alles klar, okay. Bikes, fahren. Oh, Riders! Ja, yeah, Mann! Riders Republic, nice! Bam. Von jetzt? Ihr könnt jetzt die Beta spielen. Die spielen wir hier, glaube ich, auch, ne, alle zusammen. Ich spiele die bei mir auf jeden Fall dann. Spielen wir alle machen, morgen zusammen. Ihr macht was mir, alle. Egal was ihr hier macht, ich bin da, ich spiele das. Boah, nice. Oh. Ich will ein geiles Kostüm. Ich weiß nicht, was ihr gesagt habt. I'm Suki, by the way. It's been years competing at the highest level. What I discovered is that there's so much more to the Republic than meets the eye. So that adventure, exploration, oh, Leute haben schon gespielt, krass. Ja. Wir können ja jetzt schon. Ja, wir ja nicht so. Ich glaube, gestern ging die Open Beta los. Okay. Habe ich schon ganz, ganz viele Twitter-Posts gelesen, alle so. Also genau so. Oh, ich muss noch alles installieren. Du hast mir eine Liste geschickt. Ja, mach mal ganz entspannt, ganz entspannt. It's up to you to prove your worth in the Republic. Take on sponsored events or pit yourself against other riders in the biggest, most competitive mass races. As the wins roll in, you'll attract bigger sponsors, das sieht halt so nice aus, ne? And earn your spot among the best riders the Ridge community has to offer. I really like to introduce you to someone. This is Brett. He's kind of a big deal. Bike, ski, der sah jetzt aus wie ein Bösewicht, oder? All three. Ja, der bombt die alle weg. Ich sehe dich in einem rosa Bärchenkostüm. Ja! Oder so ein rosa Dino. It's now time for you to win more than gold. Don't worry. We got your back. Now go get him. Das sieht auch gut aus. Yep,
Yep, yep. Schön, yep. Schön, schön. Den Trailer kennt man aber schon, ne? Das ist der gleiche Trailer, den wir letztes Mal schon gesehen haben. Den habe ich noch nie gesehen. Nee? Den habe ich noch nicht gesehen. Also den habe ich schon gesehen. Echt? Wann der denn? War neu? Der war für mich neu. Dann kann ich vielleicht komplett. Ein paar Szenen und habe gedacht, irgendwie den habe ich schon mal gesehen. Aber ein paar Szenen waren auf jeden Fall das mit den Wingsuits. Das habe ich schon gesehen. Also, vielleicht ja. Träumst du auch von dem Spiel einfach? Morgen 14. Was? Morgen 14 Uhr aufs Fahrrad? Ja, morgen. Am Freitag machen wir die Mountainbike-Sache. Und wir werden die aber sehr geschickt schneiden, Erik. Immer wenn das zu einer gefährlichen Sache kommt, gibt es einen komischen Schnitt. Und dann hört man so ein bisschen Geschnaufe. Und dann sitze ich auf dem Fahrrad. Ich will das. Ich mach das. Ich will das. Ich will das. Willst du aufs Fahrrad? Ja, ich will aufs Fahrrad. Okay. Ich will mich okay. verletzen. Okay, können. Okay, ja. Nice. Ich meine, wir können aber du musst es zuerst machen. Wir können eh alle mal aufs Fahrrad. Ja, du musst es bei zuerst. Mir werden sie es so machen, die schneiden meine Unfälle zusammen und legen so eine Obelix-Musik drüber. Genau das wird passieren. Scheint irgendwie cool zu schneiden, weißt du? Ja. Bumm, ba, bumm, bumm, ba, bumm. Schön. Ach, schön. Bis wann geht noch die Open Beta eigentlich? Ich würde sagen, bis zum 28. Das steht da tatsächlich. Entschuldigung. Ich habe gerade auch geguckt. Ich wusste es nicht. Ich habe tatsächlich einfach gefragt. So, und ja, wir fahren ja natürlich, ihr habt das schon gesehen, natürlich den Parcours, diesen BMX-Parcours da hinten. Wir fahren morgen, ist das glaube ich, ne? Ja, morgen. Genau, morgen fahren wir da auf den BMX-Parcours. Der Kevin, also Papa Platte und ich, müssen das machen. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam. Ich werde dann auch mal mit Dustin reden müssen. Ich weiß noch, wie wir beim Brainstorming saßen und alle haben gesagt, oh ja, cool, oh ja, cool. Auch du. Ja, aber doch nicht, dass ich da Fahrrad fahre. Aber, ach so, also es ist cool, wenn es andere machen. Es ist cool an sich. Du bist so ein Typ, der steht warte mal, im Kriegsfeld. Du hast kein Basketball gespielt und stehst nur beim Fußball. Vergleichst du gerade Basketball mit... Ja, das vergleichst du gerade Basketball mit... Vergleichst du gerade, ja. Wow. Du hast und weißt du, wie anstrengend das ist, Fußballtorwart zu sein? Kann man die auch mal was machen? Beim Tor kannst du dich voll krass verletzen. Du stehst im Tor und bewegst dich kaum. Kaum bewegen du im Tor. Du hast dich kaum bewegt. Mach doch deinen Scheiß hier einfach an. Mach alleine, weißt du. Mein Mikrofon ist kaputt. Ach, Kacke. Also ich muss hier bleiben, okay. Ja, tut mir leid. Festgekettet. Gut. Ah, gut. Meine Barthaare hängen in den Mund. Das ist nichts. So. Okay, mal gucken, was jetzt kommt. Jetzt Mats ab. Ach. Oh, das kenne ich. Nee, nicht Kofi. Wie heißt er nochmal? Sifu? Ich glaube Sifu. Das hatten wir gestern. Ah, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Das habe ich nämlich auch gesehen. Ich dachte gerade, woher kenne ich das? Ja, ja, ja. World Premiere. Das wurde davor wirklich gesagt, nicht wahr? Bestimmt. Ja. Und ich erwähne es hier auch nochmal, was wir gestern da schon besprochen hatten. Auch wenn wir so ein bisschen, glaube ich, diesen Fortnite-mäßigen Comic-Stil, wir sind jetzt ein bisschen überdrüssig. Mir gefällt dieser Stil hier. Es ist immer noch so Comic-mäßig, aber es hat so ein bisschen was Eigenes gefunden. Als damals vor 2-3 Jahren jedes Spiel aussah wie Fortnite. Ja, ja, dieser Stil ist, also war eine Weile ein bisschen overused, muss man sagen, weil jedes Spiel plötzlich so aussah. Ja. Genau wie diese 2D-Animation, also ne, so 2D-Männchen, wo sich dann der Arm so gedreht hat und ja, sowas. Ja, das war auch das ganz war beliebt. Auch irgendwann overused. Auch ganz, ganz beliebt. Ja, ja. Und das ist einfach so ein Brawler. Das ist einfach hier ein Klopper. Ja, einfach ein stinknormaler, so. Schöner Klopper. Das war kurz und schön, hat fast nicht wehgetan. Und ich glaube aber genauso wird das Spiel auch stattfinden, also die ganze Zeit kloppen. Kurz und schön tut nicht weh? Ich weiß nicht, wovon du redest. Doch, du weißt, wovon ich rede. Mhm. Du weißt schon, wovon ich rede. Kommst du heute wieder auf mein Zimmer? Ja, klar. Ja, okay. So, okay, gut. Dann, Slow Clap, Martial Arts Brawler. Charakter wird mit jeder Wiederbelegung ein Stück älter. Keine Witze jetzt, Chat. Erik, wie oft bist du denn bitte schon gestorben? Halt die Fresse, Funk. Unnötige Tode vermeiden. Leute, ganz ehrlich, ich bin Influencer geworden, weil ich möchte den Menschen etwas mitgeben, Positives im Leben. Ja, das wollte ich immer machen. Bitte versucht, unnötige Tode zu vermeiden. Das ist meine Botschaft, die ich der Welt vermitteln möchte. Großzügig. Ne? Gut. Aber mich erinnert, das Charakter wird mit jeder Wiederbelebung ein Stück älter. Das muss doch eine Obergrenze haben. Oder ist dann das Spiel vorbei? Nee, das meine ich ja. Also ist dann das Spiel einfach vorbei? Oder wie? Ich weiß nicht, vielleicht wirst du halt wirklich immer älter und hagerer und noch längere weiße Haare und bla, keine Ahnung.
Und wirst du dadurch stärker? Und in welchem Alter fängt man an? Das ist ja auch die Frage. Und wenn es nach Martial-Art-Manier geht, wirst du im Alter einfach stärker, weil dann bist du dieser Ultrameister. Ja, dieser Drunken Monk am besten, genau, der einfach so hinfällt und mit den Füßen wieder langer Shenlong-Bart. Ja, geil. Ja, vielleicht musst du sterben, um stärker zu werden. Und am Anfang hast du Kang Pao gesehen? Ewig her. Ja. Wo er dann als Baby schon diese sicken Moves macht. Ja, diese, und den Bösewicht verkloppt, so aus der Krippe noch raus. Dann so. Nee, das weiß ich echt nicht mehr. Das war mit der Kuh, die ihren Euter so gezuppelt hat. Und dann ist wie bei Matrix die Milch vorbeigeflogen. Ja, das weiß ich noch. Ja, genau. Kang Pao. Ewig her. Das war schrecklich. Der war so schlecht, aber so lustig. Ja, das war, ja. And who do you rule? The large dark nipple people? Ja, ich kann das noch zitieren. Ja, gut. Das ist lange her. Ein Talent, Erik, ist das. Schlechte Filme zu zitieren. Nein, schlecht ist er nicht. Schlecht ist er nicht. So, gut. Ja, wollen wir? Nächster Trailer? Ich würde sagen, wir könnten uns mal so ein Daedalic angucken. Es wird mal Zeit für was von Daedalic. Das fehlt hier einfach noch ein bisschen. Vielleicht Mats ab. Gib's mir. Jetzt. Oh, Game of the Year. Jetzt schon? Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, das ist dieses Fling-Spiel, ne? Fling-Dingens da. Oh, ich will dich. Oh. Nimm mich. Ich habe gehört, das spielen wir am Sonntag hier alle gemeinsam. Ich liebe die Welt gerade so sehr. Das spielen wir am Sonntag, das wird furchtbar. Oh, wird das genial. Oh. Kann man. Oh ja. Frank, ich möchte mit dir durch eine Nabelschnur verbunden sein. Das wird grauenhaft. Geil. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ist das schön. Und wir treten dann gegen die anderen an. Das ist ja wie gemacht. Sechs Spieler? Ja. Das ist ja wie gemacht. Das haben die für uns programmiert. Voll geil. Wie cool ist das denn? Finish. Komm, das Rennspiel bei dem Teams mit elastischen Gummibänden verbunden sind. Ja, wunderbar. Ich sag Nabelschnur. Das wird furchtbar am Sonntag. Ich calle, das wird ganz furchtbar. Ich liebe solche Und wir werden uns alle anschreien. Ja, das ist ein Spiel, um deine Freunde zu verlieren. Ja, genau. Perfekt. Genau. Gut, dass deine Buß ganz weit weg ist. die wissen schon, warum. Wenn dann die Faust durchs Glas kommt. Dann kommt immer was rübergeworfen. Boah, das wird schön. Das war mega gut. Das wird sehr, sehr schön. Oh, da freue ich mich. Und ich freue mich auch, weil es von Daedalic ist. Da freue ich mich doppelt nochmal. Ja. Ich freue mich ehrlich gesagt immer, wenn ich was von Daedalic sehe. Schon, das verstehe ich auch. So. Ja, das verstehe ich. Hä? Furchtbar am Sonntag klingt wie ein Format. Furchtbar am Sonntag? Jetzt nicht noch ein Format. Schon wieder was. Fass. Nice. Okay, gut. Gehen wir zum nächsten, oder? Möchtest du? Wollen wir schon? Bist du jetzt schon bereit für den nächsten Trailer? Eventuell. Ja, dann zeig mal her. Komm. Vielleicht freut dich jetzt noch mal etwas. Von einer Firma. Noch mal den Link. Hey. Nice, ja, den Link. Boah, die hauen aber raus. Und alle warten auf Hobbit. Aha, was könnte denn das denn sein? Oh, das habe ich jetzt aber nur geraten. Ja. Ja. Ich glaube, man hat gerade zum ersten Mal Gameplay gesehen, ein bisschen, ne? Ich glaube, das ist gerade Gameplay, oder? Also vorhin mit diesem an der Wand entlang kraxeln und sowas. Man hat noch nicht so viel gesehen. Also Gollum ist ja super schwach eigentlich, ne? Der ist jetzt nicht. Hier war ein Frosch im Bild. Hat sich die Schuhe geholt. Ich dachte, meine Englischlehrerin kommt rein. Er ist die ganze Zeit ohne Schuhe hier rumgelaufen? Ja. Auf dem harten Boden? Alles klar. Ganz kurz. Ganz kurz. Gollum ist doch eher. Also, das wird doch ein Sneak-Spiel, oder? Ja. Mit Sicherheit. Genau. Schleich-Adventure. Leiser Schleicher, genau. Und dann so entlang kraxeln, springen wahrscheinlich so ein bisschen an der Wand und irgendwie hinter den Kulissen und sowas. Würde ich einfach mal vermuten. Ich glaube, das wird so ablaufen wie die Part Shadow of War, hast du gespielt? Mm-hmm. Ja. Wenn Gollum dich da rumführt und du ihm folgen musst. So ähnlich vielleicht. Okay. So habe ich, also das habe ich gerade vor meinem Auge gesehen. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und es sah wunderschön aus, genau so seine Bewegung wieder. Und er ist so sein schleimiger Ekelcharakter. Ach, da steht auch Stealth Adventure aus der Sicht von Gollum. Ja. Ja. Dann brauche ich ja gar nicht raten. Und wenn es da schon steht, warum sagst du es denn nicht? Ich habe gesagt, ja, es ist ein Stealth-Adventure.
Habe ich original... Dann hast du gesagt, vor meinem Auge kann ich mir das vorstellen. Aber jetzt verstehe ich, vor deinem Auge steht es ja auch. Aber Shadow of War und Shadow of Mordor ist doch was ganz anderes. Das habe ich ja gemeint dann. Ach so. Das kann ich mir vorstellen, wie er sich da... Aber ich freue mich drauf. Also auf Gollum warte ich ehrlich gesagt schon ein Weilchen. Generell Herr der Ringe. Ich freue mich auf alles mit Herr der Ringe. Und ich glaube, das wird das teuerste Projekt, was Deadly jemals gemacht hat. Ne? Alleine schon wegen der Lizenz. Ich glaube, die Herr der Ringe-Leute, die nehmen einfach... Die nehmen alles. Die nehmen dir dein Heim, die nehmen dein Leben, die nehmen alles, wenn du Lizenz hast. Aber du kannst halt auch eine Menge dafür bekommen. Du kannst 2 Heime und 2 Familien bekommen. Zurück. Ist echt krass. Also ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall was, das werde ich spielen. Ja, Stealthy-Action mal wieder schöne. Ne? Mhm. Bin ich dafür. Und vor allen Dingen, also Gollum kann sich ja nicht krass wehren. Es wird Souls-like, weißt du? bloß nicht. Also, nee. Gollum kann sich ja nicht großartig wehren. Du bist so ein bisschen, du musst vielleicht Geräusche benutzen oder Gifte. Ein Steinchen werfen, um Gegner abzulenken. Du kannst ja auch dennoch starke Freunde haben. Es gibt ja Kankra, die Spinne. Ja. Wir haben Spinnen gesehen, deswegen ich war so ein bisschen so, oh, Kankra. Okay. Vielleicht kommt sie, mal gucken. Na, lass uns aber überraschen. Ja. Lass uns einfach überraschen. Ja. Wann kommt das raus? Steht da schon ein Release-Datum? Soon. 2022, ja. Okay. 2022, da müssen wir mal gucken. Coming soon. So, Gollum ist sympathischer Junge. Hat seinen besten Freund, oder war es sein bester Freund oder Bruder? Oh. Nee, bester Freund. Wird vielleicht wie Outlast im Herr-der-Ringe-Universum. Ja, gut, ich glaube nicht unbedingt wie Outlast. Das ist schon sehr speziell. Ich stelle mir mehr Plague Tale vor im Herr-der-Ringe-Universum. Ja, vom Schleichen her. Ja, ne? Ja. Ohne die Ratten, aber vom Schleichen her, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, ich bin gespannt. Deadly, toi, toi, toi. Ne? Ich bin sehr gespannt. Ihr macht das. Ja. So, dann kommen wir zum nächsten. Mal gucken, was es wird. Ich spoilere mich nicht. Ballern. Mats ab. Ich sag nur ballern. Rams. Huch. Ja, ballern. Menü. Das ist die Kamera runtergefallen. Das ist so putzi früh morgens. Checkpoint reached. Ist auch schön, dass es das da. Ja, Checkpoint ja. reached. Ja. Was ist das? Ich könnte es dir sagen, aber du wolltest ja nicht gucken. Nee. Oh, wir haben keinen Ton. Leute, wir haben keinen Ton. Die Zuschauer haben auch keinen Ton. Regie, wir haben keinen Ton. Regie, Zuschauer haben auch keinen Ton. Kein Ton, wir müssen nochmal neu anfangen. Regie. Okay, Ton ist da, danke schön. Das ist jetzt Gameplay von Gollum. Okay. Das ist also Herr der Ringe? Mhm. Habe ich mich immer gefragt. Was ist das? Okay. Der Chat kennt's ja schon. Mhm. Ja, ne, ist wirklich COD mit Outlast. Am Anfang habe ich kurz gedacht. Es sieht aber gut aus. Yep. Es sieht aus wie etwas, das ich spielen würde. Get home. Nur ein Taxi. Streichen, glaube ich, gerade. Der die Sniper einfach liegen lassen, wer auch immer da war. Aber die Sniper nimmt doch gerade mit, oder? Ja, aber warum lag da eine Sniper? Ach so, ja, die wird nicht mehr gebraucht. Ach so. Die hatten vielleicht mehrere. So.
Eieiei. Oh, nicht schlecht. Kommen die jetzt hoch, ja, ne? Staut ein bisschen. Jetzt schnell anrufen. Polizei rufen. Die Vase, die gerade runtergefallen ist, das sah gut aus. Mhm. Ist das Medal of Honor? Ich muss jetzt selber nachgucken, keine Ahnung. Du verrätst mir aber nicht, ne? Nein, nein, nein. Ja, hab ich ja gedacht. Willst du es wissen? Ja, inzwischen eigentlich schon. Also es fängt mit C an. Oh, never Call of Duty. Oh, wer weiß. Vielleicht. Commander Keen. Auferstehung. Krok. Es sieht halt aus wie. Es sieht aus wie eine gute Singleplayer-Kampagne. Stolovaria? Stolovaria? Wir sind also in Russland. Candy Crush. Ja. Du hörst die Stimme nicht, wahr? Ja. Hat der Held schon mal gesprochen? Nee. Okay. Obwohl man hört immer so, ist eine Frau. Mhm. Ja. Weißt du, wer da so macht? Ist es Lara? Nein. Nein. Aber ähnlich. Lara Croft meine ich. Nein. Clara. Laura Bailey. Okay. Aus The Last of Us. Okay. Das man hat auch nicht, man hat noch nicht viel gehört. Ihre echt Stöhnen und Schnaufgeräusche? Nein. Frauenschmuggler Lara Croft wirklich so, ne? Wie praktisch, dass die Steine da immer genauso angeordnet sind. Ja, das ist normal, aber das ist die Architektur von damals. Das war der Baustil von damals, ja. Ja. Ansonsten ja. Wurde es abgerissen wieder. Die weiß aber schon, also der Spieler weiß genau, wo alle stehen. Hm? Weiß natürlich genau, was gemacht werden muss. Du willst ja auch kein Gameplay wie von uns. Ja, gut, das stimmt. So 18 Mal Restart eines Levels. Dann Pausebildschirm. Gamescom präsentiert, Game Over. Ja. Ah, guck mal. Oh. Ah, das war natürlich voller Absicht. Eine Stunde vorher. Jetzt sieht man, wie wir die Trailer gucken, die anderen. So, oh, schön war das mal. Huch. Was Krieg alles macht aus einer Welt. Mhm. Also nur eine Stunde vorher? Ja. Wäre so ein Brandrauch, der verdunkelt den Himmel schon ziemlich. Boah, ich hätte. Wie der davor steht. Ist das Call of Duty? Es ist Call of Duty. Es ist der neue Teil, ne? Vanguard. Ja. Vanguard. Vanguard kann ich mir merken, weil ich ein MMO gespielt habe, das so hieß. Lange Jahre. Vanguard City of Heroes? Nee, so ähnlich. Nee. Das hieß nur Vanguard. Okay. Das ist schon ein bisschen länger her. Das war sehr fortschrittlich damals eigentlich. Du kannst da tausend Sachen machen. Wir hören irgendwelche Basketballgeräusche. Ja. Ja, ihr werdet immer mal irgendwelche Geräusche nebenbei hören. Das wird leider passieren. Ganz normal. Ganz normal. Wir können nicht jedes Geräusch rausfiltern. Ich weiß gar nicht, wer da gerade spielt, aber ja. Wie auf Soap in Mayo. Sieht eigentlich gerade eher aus so wie Ende einer Mission, aber nee. Mhm. Ist ja eine Stunde bevor die ganze Scheiße. Oh, und da kommt die Scheiße. Oh. Wow. Da kommt die Scheiße. Oi. Mich würde interessieren, ob du hier schon steuern kannst. Covid 3000. Oder Sturm auf den Bundestag. Ich wäre instant tot, weil mir irgendein Teil einfach in die Fresse fliegt. Ja, na klar.
Ach du Heilig. Ich würde gerne gucken, wie da drüben die Architektur auseinanderbricht. Also ich würde stehen bleiben und erst mal gucken, ja, wie cool das aussieht. Ja. Oh mein Gott. Alter. Ich könnte jetzt nicht weiterlaufen. Alter. Ich frage mich halt, wenn man sowas real erlebt, ne? Dann ist das, glaube ich, nicht mehr so cool wie im Spiel. Nee, beiseite nicht. Aber dafür ist es ja ein Spiel. Das ist aber nicht gescriptet, ne? Das ist jetzt alles so in-game. Oh, das ist nicht cool. Gut, dass die Steine so vorstehen. Und dann einfach abfallen. Ach du Scheiße. Ist aber schon nice gescriptet, muss man sagen. Scheiß Montag. Krass. Sah gut aus. Mhm. Sah gut aus. Call of Duty. Call. Das tötet mich. Das war eine Einzelspielerkampagne, nicht wahr? Es sieht ganz danach aus. Ich freue mich, dass es sowas noch gibt, weil ja, ne? Die meisten Shooter heutzutage einfach Multiplayer-Modus only. Richtig. Weil Studien haben gezeigt, Kampagnen Solo spielt keiner genau, mehr. Genau, genau. Und dann Game ja. as a Service und dann ja, bringen wir leider. Mal jeden Monat noch eine neue Map raus oder alle paar Monate und dann ja, das ist schade. Kommen Leute wieder zurück und sowas und dann gibt es mal eine neue Farbe für die Knarre. Ne? Oh, jetzt mal mit einem Zündholzgriff. Oh, geil. Aber ich finde, so Singleplayer-Kampagnen mag ich immer, weil da halt viel Story drin ist. Ja. Und das war gerade, das mit den Flugzeugen gerade, das fand ich halt, also nice nicht im Zusammenhang, ne? Aber so vom Feeling her ist das so ein bisschen, als ob man in einem Film mitspielt. Hm. So durch einen Film rennt so ein bisschen. Dunkirk. Ja, ja, ja. Ja. Also, ne? Schnicke. Das sah aus wie der Schulweg von meinen Eltern. Soll echte Geschichten beinhalten. Das hat es doch immer, oder? Ein bisschen. Bei vielen Shooter-Games, die basieren ja. Weißt du, sind das echte Geschichten? Das mit dem Basketball müssen wir, glaube ich, ein bisschen unterbinden, ne? Weil das ist schon auf Dauer. Ich höre es gar nicht, ich filter es komplett raus. Ich höre es schon und ich glaube, man hört es auch ständig im Mikrofon, ne? Kann ich mir vorstellen. Können ja einfach andere störende Geräusche währenddessen machen. Geht das mit dem Basketball oder. Okay. Der stört sehr, höre ich gerade. Super nervig. Wir hören das vielleicht noch akustisch anders als über das Mikrofon. Ja, das kann auch sein. Das kann wirklich sein. Oder wir sind einfach nicht so eine Mimosen wie er, dein Chef. Er spielt aber sehr gut. Er spielt sehr gut. Der Wahnsinn. Okay, alles klar. Alles klar. Versuchen wir mal zu ignorieren. Lass mal Leuten ihren Spaß. Okay. Kommt ja, das war Spaß. Das war sehr nice. Jetzt kommt ein Trailer, auf den bin ich sehr gespannt. Ja? Ja. Ich hab nur den Titel gerade gelesen. Ich habe auch gehört zu lesen. Ich habe im Vorbeigucken kurz meine Augen auf der Karte gehabt, habe das Wort sofort wiedererkannt. Ja, deswegen ich auch. Und ich habe jetzt nicht weitergelesen. Ich weiß noch nicht, was da steht, weil ich will es erst sehen. Es ist ein Comic aus meiner Kindheit. Mit dem sind wir beide groß geworden. Ja. Und wenn ich sage aus meiner Kindheit, heißt das nicht Höhlenmalerei, ja? sondern ich habe original in Bibliotheken gesessen, ja, in der Bibliothek und habe neben Schlümpfen und neben, ich weiß gar nicht, was da noch alles lag, Asterix und Obelix. Umpapa, und, ne? Bestimmt. Und das war ein Comic, den habe ich auch immer gelesen. Deswegen bin ich da jetzt sehr gespannt drauf. Und ich hoffe, die kriegen das mit dem Schwanz gut hin. Ich auch. Ja? Auch so doof, wie das klingt. Der Schwanz ist das Wichtigste am ganzen Game. Und wir reden nicht über Cyberpunk 2077. Ja, die Schwanzphysik muss gegeben sein. Sonst wird das nichts. Kannst du noch das Intro singen? Überhaupt nicht. Masupilami rennt wie wild durch seinen Dschungel. Alles klar, let's go, Mats ab, komm. Bam! So, ja, wunderbar, alle Leute wissen das schon. Ja, die wissen die doch eh. Ja, die haben natürlich. Das doch gestern schon gesehen. Ja, ist doch egal. Oh, wie süß. Das sieht voll gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ja, okay. Das ist Sonic. Dim, 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 dim. Ja, da bin ich dabei. Okay, das ist halt echt nice.
Neues Rayman. Jetzt kommt halt nie wieder ein neues Rayman, ne? Hier, das ist das neue Rayman. Das wird wohl sein, ja. Ich hoffe, der Jo freut sich. Mag der auch mal so viel an? Nee, aber der, also bestimmt, kann ich mir vorstellen, weil er ja auch gerne Comics liest. Ja. Und vor allen Dingen, weil er seit Ewigkeiten auf neues Rayman war. Das ist doch kein neues Rayman. Nein, aber es sieht halt ein bisschen aus. Aber es steht ja nicht drauf. Gleich haut mich, Erik. Gleich bin ich tot. Hobo Adventure? Ah, nee, Huber. Huber! Nicht Hobo! Was ist denn mit dir? Hobo Adventure! Das Obdachlosen-Adventure! Was ist denn mit dir? Huber, Huber! Ja, Huber! Hobo, Hobo! Das ist halt der Masse für Lavi, wo ich herkomme. Da musst du so Euros, nicht so viel. Euros sammeln aus der Berliner Mülltonne. Wir hatten nicht so viel. Oh, geil! Boah, aber schön, Masupilami, ja. Ganz ehrlich, da freue ich mich wieder drauf. Ja, 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 ja. Muss ich nicht unbedingt, also werde ich wahrscheinlich kein Display machen, aber das ist ja was wie Rayman, das ich dann privat spielen würde. Das spiele ich bei mir im Stream, das ja, oder, ja, locker wahrscheinlich. Ja, locker. Auf jeden Fall. Voll schön. Mega. Voll schön. Huber, Huber. Huber, nice. Huber. Hobo, Hobo, Hobo. Bei mir gibt's Hobo, Hobo. Entschuldigung. Ach, schön. Oh, es ist nice. Okay, hat man gerade noch gesehen, was in der Collector's Edition drin ist? Ich habe das nämlich gerade nicht, oder haben die das gezeigt? Weil ich sehe das hier gerade. Waren da schöne Sachen? Türanhänger, Sticker, irgendwas habe ich gerade gelesen, deswegen sofort. Comic. Collector's Edition. Ich finde Comic. Ja, das auch. Ja, Spirou und Fantasio kenne ich natürlich auch noch. Oh, na klar. Klar kennt man die. Abrafaxa. Natürlich, natürlich. Eine Statue ist auch drin. Wie groß? Lebensecht. 14 cm, oh schade. What? Ist so voll groß? Ja, ja, würde ich mir größer wünschen. Weil, ne? Also auf dem Schwanz und dann oben Huber Huber? Ja, aber wenn sie größer ist, dann wird sie ja schwerer, also kann der Schwanz schneller kaputt gehen. Wenn er auf seinem Schwanz steht so. Du meinst, die Schwanzschwere wird erhöht? Nein, aber die Figur von ihm wird ja dann schwerer, je größer er ist. Und der Schwanz ist dann leichter zu brechen. Ja, na gut, ja gut, ja na gut, okay, okay, okay. Und wenn du das dann massentauglich verkaufen willst? Wieso soll ich denn pinkeln gehen? Ich muss gar nicht pinkeln. Erik, geh doch mal pinkeln, du wackelst so. Aber ja, ich wackel immer so. Ich hab doch, kennt ihr das nicht, wenn ich im Stream immer so rumwackel? Ich hab doch restless legs. Ich muss immer irgendwas bewegen. Und wenn ich nichts bewege, bewegt sich trotzdem was. In meinem Kopf. So, okay. Jedenfalls, ja, nachdem wir jetzt hier über die nötige Schwanzschwere diskutiert haben. Der muss schwer sein. Ja, muss er auch. Ja, muss er. Damit man sich auch am Ast festhalten kann. Und 14 cm ist der Schwanz groß. Nur, der Schwanz ist 14 cm. Okay, gut. Ist nicht so beeindruckend jetzt. Nein. Ist okay, glaube ich, aber. Man kann eine Menge damit machen. Ja, ja. Nur Mut. Nicht, wofür sich die Statue schämen müsste. Nur Mut. Ja. Es geht natürlich immer noch Masupilami in Statue. Und jetzt nächster Trailer, weiß ich nicht. Was ist das? Ich weiß gar nichts. Ich weiß es nicht, wir werden es herausfinden. Blazing Griffin. Wieder Microids. Ach, cool. Mademoiselle, haben wir hier. Okay. Ein Detektiv. Oh, warte mal. Oh! Ist das sowas? Ist das sowas wie mit Mordfall aufdecken? Ja, ja, sieht so aus. Ich habe früher als Kind immer so ein Game gespielt, das hieß Sleuth oder so. Sleuth in ASCII-Grafik. Und da musstest du auch mal in Räumen, ne, mit diesem, du kennst das ja, mit diesem Mordwaffe finden und so weiter. Raum finden mit Mord und Mordwaffe finden, Leiche finden. Ich hätte auch zuerst gedacht, so Cluedo-mäßig. Ja, sah er aus wie Cluedo mit zufallsgenerierter Single-Kampagne immer wieder. Mhm. Was ja auch nicht schlecht wäre. Sean Cursing, ich bin immer so angry. Ja. Ich erinnere mich gerade an Lucius. Nee, ich glaube, du musst den Mord aufklären, nicht begehen. Vielleicht bist du aber auch der Mörder. Das kann natürlich auch sein. Man weiß es jetzt noch nicht. Madame Fangdenbosch. Ja, Fangdenbosch. 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 Madame Fangdenbosch. Okay, hier kann man die Hinweise zusammen. Okay, das sieht aber eigentlich interessant aus. Hinweise connecten oder so Sachen zusammen connecten. Das musst du selber vor allen Dingen machen. Ja, ja, das ja. Das Game sagt nicht hier. Du bist halt wirklich Privatdetektiv. Gut. Nimmst Ermittlungen auf, untersuchst alles, befragst alle, connectest alles.
Ich glaube auch, das könnte auch ein bisschen komplexer werden, wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Mhm. Das wird nicht ganz so leicht. Mhm. Hercule Poirot, wie spricht man das aus? Hercule Poirot von Agatha Christie sehe ich gerade. Hercule Poirot. Hercule Poirot. Aus dem Mord im Orient Express. Aber Agatha Christie LTD, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr Spiele. Krass. Von Agatha Christie gibt es ja 1000 Sachen. Mindestens, ja. Okay, interessant. Hercule Poirot. Okay. Hercule Poirot. Ich sage Hercule Poirot. Poirot. Alles klar. So machen wir das. Ist einfacher. Könnte ich mir vorstellen, mit dem Stream zu spielen. Oh. Und dann wird der Chat die ganze Zeit falsche Tipps geben. Oder Tipps geben, die schon längst widerlegt wurden. Und wenn wir dann endlich was gefunden haben, haben wir doch gesagt. Wussten das haben wir doch gleich gesagt. So. Wann bemerkt er es endlich? Ja. Mal gucken, wann er es sieht. Ja, genau ja. So wird das auch sein. Aber ganz ehrlich, würde ich gerne mal ausprobieren. Mit Chat aber. Mit dem sehr schlauen Chat. Das wäre toll. Das ist mutig, ne? Ja. Das ist mutig. Sehr mutig. Oh, nächsten Dienstag. Ich höre gerade, das Spiel erscheint schon am nächsten Dienstag. Nächsten Dienstag? Ja. Geil. Okay. Nächsten Dienstag kann ich nicht. Doch. Da habe ich Calls. Mit Dustin. Ja, aber am Abend auch? Nee, ja, abends bin ich fertig. Wir haben den ganzen Tag Calls. Also von morgens bis abends komplett. Ja, dann. So, aber auf jeden Fall, nächsten Dienstag kommt es raus. Aber, ne, können wir es mal gerne angucken. Okay. Also, am Dienstag bei Erik. Was? Aber ich hab doch. So. Sehr gut. Okay. Am 28. September. Dustin, September, nicht August. Er sagt noch, nächsten Dienstag. Es kommt im September. Ich gucke erst auf die Karte. Da steht auch an, so, das war das andere. Nein. Warte. Was steht auf der Karte? Nein, ist falsch. Ab jetzt erhältlich? Das ist die falsche Karte? Warte. Denkst du, ich ordne die Karten? Ja. Was weiß ich? Die muss doch irgendwo sein. Warte, wir haben die Karte. Ja. Gut, dass Phil sich die Mühe mit den Karten gemacht hat. Ich bin gleich da. Da. Erscheint so. Am 28.09.2021. 28.09.2021. Alles klar. Also im September. Aber das nächste Spiel erscheint am nächsten Dienstag. Das nächste am nächsten. Und jetzt Mats ab. Gut. Modus. Jutsu Games. Das ist geil. Oh, das haben wir schon gespielt. Ja. What the? Das haben wir schon gespielt. Das ist so Grand Theft Horse-mäßig. Oh, Masupilami. 14 cm. Medieval GTA oder was? Ja, genau so. Also wirklich genau so. Ach, krass. Absurde Nebenquests. Pimp und Horse. Es ist so dumm, aber es hat so Spaß gemacht. So geil. Ist es schon draußen oder wie? Nächsten Dienstag kommt das raus. Ja, wurde ja gerade gesagt, nicht kluger Mensch. Ja. Wir haben, glaube ich, die Demo gespielt oder Early Access, ich bin mir nicht ganz sicher. Mau. Mega geil. Ich hoffe, die zeigen gleich die Polizeipferde. Karren geklaut. Da, Polizeipferd. Guck mal, mit blauem Licht auf dem Kopf. Ach ja, und man kann furzen. Das ist ein sehr wichtiges Feature. Mega gut. Ja, Rustler. Also ja. Ich glaube, Early Access, kann man schon Early Access momentan ziehen? Ich bin mir gar nicht sicher, welche Version wir gespielt hatten. Haben wir schon im Stream gespielt natürlich. Ganz das muss klar. Ich mir angucken. Ja. Das muss ich mir angucken. Macht auch sehr viel Spaß. Ist ein bisschen bescheuert. Und manchmal, wenn die Polizei hinterher ist, ist über GTA, wird es halt manchmal nervig. Und wofür macht man es? Will man das Königreich erobern? Alle töten? Die Hand der Prinzessin? Okay, ganz ehrlich, ganz kurz. Okay, GTA, ja. Du hast bei GTA immer eine Story. Und du willst die spielen, machst eine Quest und dann klaust du nur noch Autos, ballerst Dinge um und klopfst Nutten und klaust Geld. Und irgendwann machst du vielleicht wieder Story, eine Quest. Aber dann hast du auch schon wieder alles vergessen. Ja, natürlich. Ja, und dann klaust du wieder einen Sportwagen und rast durch die Gegend. Ja. Hier ist halt ein Pferd, ein Sportpferd. Keiner tiefer gelegt. Oh, gibt es auch verschiedene Pferde dann? So, weiß ich nicht. Es gab ja auch die Busse in GTA 1 und 2. Vielleicht so ein tiefer gelegtes Pferd ohne Knie. Ja, so. Die da am Anfang noch langsam fahren, aber dann immer schneller. Ja, genau. Geil. Ach, schön. Das sah richtig schön aus. Ich lese gerade, Rustler ist noch im Early Access. Nice. Bis nächsten Dienstag. Und es gibt aktuell eine Demo, die man spielen kann. Wenn ihr also mal ausprobieren wollt von Rustler, gibt es aktuell eine Demo. Sehr geil. Zieht euch gerne und fühlt euch frei.
Viel Spaß dabei. Schön. Lecker. Man kann die Pferde wie in GTA 2 quasi umlackieren. Ja. Das ist so doof. So muss es. Es ist so doof. So muss einfach. Es. Ach, schön. Und neue Hufe statt Felgen drauf. So, ja, trinken müssen wir wirklich, ne? Wir müssen mal langsam was trinken. Ja, mach doch. Du musst auch was trinken. Ja, mach ich. Ja, mach doch mal. Trink doch jetzt mal bitte. Ich brauche noch nichts. Natürlich brauchst du was. Ich brauch doch gar nichts. Du dehydrierst. Was? Du dehydrierst. Ich sterbe nur ein bisschen. Nein, ist alles okay. Du, nee, siehst gleich aus wie bei Ariel, die Meerjungfrau. Die Meeresbewohner, die so wie Schrimp aussehen. Oh, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, genau. Ja. So siehst du bald aus. Geht super. Okay. Ja, dann das nächste ist übrigens, das nächste Spiel ist zu wieder einer Comicreihe, die ich damals als junger Bub in der Bibliothek gelesen habe. Neben Masupilami und neben Spirou und Fantasio. Ja, das habe ich auch gelesen. Mutig dazu zu stehen, okay. Davon habe ich auf jeden Fall, also davon habe ich fast alle Bänder gelesen. Ich habe nur die Serie geguckt. Echt? Ich habe die Comics gelesen. Ich wusste nicht mal, dass es Comics gab. Und das Lustige ist, davon gibt es eine Neuauflage. Und ich habe mir die Neuauflagen-Comics auch teilweise geholt, noch nicht alle. Wie fandest du die Filme? Die neuen 3D-Filme davon? Ja. Fand ich eigentlich den erst... Mit Neil Patrick Harris? Ja, den fand ich eigentlich ganz... Mal gucken, ob ihr drauf kommt, worüber wir reden. Genau, den fand ich eigentlich ganz gut. Und dann kam noch ein Film, der war voll animiert. Ja. Und den fand ich eigentlich auch ganz gut. Den fand ich halt nicht mehr so gut. Ich fand den eigentlich auch ganz gut. Ich fand den ersten, auch wegen Neil Patrick Harris, aber auch so, der war okay. Ich fand die beide für sich gesehen, fand ich die erstaunlich gut. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Also... Und wissen Sie es? Ja, Sie wissen es. Sie wissen es. Ah. Die Strumpfs. Die Strumpfs. Okay, Mats ab, let's go. Mal gucken, ob wir das beim nächsten wieder so hinbekommen. Oh. Irgendwann finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Oh, ich liebe es. Having a lead problem? Huch. You don't know what to do anymore? Jetzt bin ich voll unsicher. Schlümpfe? Hä? Ja, da war einer. Handy Smurf introduces you to Handy Schlumpf. Heute ist Handy was anderes, ne? Schlumpfisator. Der Schlumpf. Stabiler Schultergurt. Stabiler Schlumpfgurt. Schlumpf. Das ist wieder falsch. Benutzerfreundlicher Schlumpf. Der muss ja eigentlich stehen, nicht wahr? Mhm. Oder ein Pollenschlumpf. Oder Schlumpfpumpe. Ja, Schlumpfpumpe. Schlumpfisator. Schlaubi! Oh. Sprüh. Ist er einfach weg? Oh, okay. Sprinten. Sprühspringen. Gleitschlumpf? Quetschlumpf? Das ist ja... Das ist ja ein bisschen wie neues Rayman, ne? Da würde sich auch die Jura freuen. Hä, wieso? Mag der Schlümpfe? Nee, aber der hat früher auch mal Comics gelesen. Ach, okay. Oh, ja. Mission Blackpunkt. Ach, ihr hört das gerade? Ja. Oh, welche Version? Das Schlumpfenlied. War mit ein bisschen Breakbeat dahinter schon. Ins Maul. La, 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 la. Gagamehl. Klingt das wirklich? Gagamehl so im Mischpult. Skrillex-Mehl. Dicke, dicke Rotznase. Boah, kennst du Rotznase und die neuen Schlümpfe? Die hatten noch irgendwann auch so... Wie hießen diese Junge, nicht nur Schlumpfine, sondern gab es noch die anderen Mädchen noch, das andere Mädchen. Da habe ich aufgehört zu gucken, glaube ich. Ja, ja, das wurde alles so ein bisschen modernisiert. Das weiß ich auch alles nicht mehr. Das kenne ich nicht. Aber ich habe früher noch Schlümpfe aus dem Überraschungsei gesammelt. Meine Mutter auch. Meine Mutter hatte sogar mal einen recht teuren Schlumpf von damals. Und den haben wir für, ich glaube, also für damals viele 190 Mark, glaube ich. 180, boah. 190 Mark. Okay, das ist aber nice. Ja, das war Wahnsinn. GG. Also und damals waren 190 Mark. Die waren mindestens 590 Mark wert. Waren auf dem Kornmarkt. Wir haben zu einem guten Kurs gekauft. Auf dem Kornmarkt in Berlin. Schlümpfe, was macht denn den? Ein motiviertes Schlumpfteam muss alle anderen retten. Ist es Multiplayer? Nee, oder? Es sah nicht nach Multiplayer Eierlaufschlumpf aus. Lese ich gerade. War das der Eierlaufschlumpf? Nee, ich weiß es nicht mehr, ehrlich okay, gesagt. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Meine Schwester hatte zwei Setzkasten voll. Meine Mama hat auch gesammelt, ich als kleine Stöpsel wollte damit spielen, durfte aber nicht. Nee, auf keinen Fall. Machst du kaputt. Die wunderschön. Hier, ich habe auch noch eine gute Sammlung hier. Hoffe, die sind so in 10 Jahren mal genug wert. Die steigen, ja, die steigen. Ja, ja, ja. Das wird auf jeden Fall passieren. So, meine Oma hat die gesammelt. Stelzenschlumpf. Es gibt tausende, das glaube ich es auch. Es gibt alle. Wollen wir? Der nächste. Ja, dann mal gucken, ob wir vorbereiten. Raus. Nee, was? Hä? Was? Ich dachte, wir können es so ähnlich machen wie hier, dass wir darüber reden und ihr erratet es. Was ist der Publisher? Ja. Ja, kannst du auch so sagen. Ist das so rum auch richtig? Kannst du auch so sagen, ja. Okay. Ich kenne es nur anders.
Du kannst es auch so rum. Alles klar. Wir gucken mal, wir schauen mal rein. Es ist eine World Premiere. Oh, World Premiere. World Premiere. Schön. Ja, dann let's go. Okay. Mats ab. Ab null. Bandai Namco. Limbic. So, be honest, it's another classic, eh? Is this a new theme park? It's a little old-fashioned, don't you think? Oh, nonsense! Everything's brand new! They haven't made most of these rides since the 80s, for some reason. Das sieht ja geil aus. The reason is that nobody wants to ride them anymore. But it's okay. I think we just need a little help. Es kann niemals genug Vergnügungssimulatoren geben. Vergnügungsparksimulatoren. Oh, yes. Very impressive. Oh, the engineering is going to cost an arm and a leg. You remind me of the visionaire I used to be. This roller coaster. I can feel the magic of it already. Ja, auch mal schon. To make you giddy? Thrilling bursts of speed? Is this even possible? Does it matter? Impossification! Was? Impossification. Was? Die Unmöglichbarkeitsmachung. Ja! Die Oder? Vermöglichbarkeit des Unmöglichbaren. Ja, die Unmöglichmachbarkeit. Genau. Hä? Hä? Was? Es ist unmöglich. Was? Wow, das ist geil. Das ist geil. Ich will in den Park. Das war ziemlich geil. Yo, das ist geil. Oh, ich will dann auch in die Ego-Perspektive da rein können. Geht bestimmt nicht, oder? Oh. Das Riesenrad, die Idee, ist mega gut. Also man kann Rollercoaster ja auch springen lassen. Ja. Yeah. Park Beyond. Na, Impossify. Impossible. Ich würde wahnsinnig gerne so einen Rollercoaster machen, der erst die ganze Zeit nach oben geht und dann im freien Fall unten wieder auffängt. Dass du quasi nach oben, du fährst so nach oben und dann hören aber die Gleise auf. Das willst du in Wirklichkeit machen? Ja, für andere, nicht für mich. Ja. Und dann machst du so ein freier Fall, so nach unten und dann unten fängt das aber so wieder Moment, auf. Moment, also die Gleise hören auf einmal auf? Ja. Wenn das geht. Das wird... Und dann kommt der Drop mit der Schwerkraft. Ja, aber dann muss das Ding punktgenau auf den Gleisen landen. Das wird halt das Problem, weil die Dinger werden sich verziehen. Außer du kannst dafür sorgen, dass innen drin das Gewicht mit einem Trichter immer zu 100% gleich verteilt ist. Kein anderer Wind von irgendwo. Das wird mit einem Trichter, das geht schon. Ah ja. Die werden einfach eingetrichtert und dann geht das schon. Ja, Wind, Leute. Das wird getrichtert und die fallen alle ansonsten durch den Trichter. Die drehen sich ja, also auch wenn du ein Objekt so fallen lässt, es dreht sich ja einfach in eine Richtung. Apropos drehen, noch besser. Da ist schon so ein Corkscrew auf dem Weg nach oben. Und wenn die dann runterfallen, dann drehen die sich noch weiter so. Und alle kotzen. Und alles ist voller Kotze. Aber es ist der beste Park der Welt. Das ist ein deutsches Studio. Einmal hin. Das war ein deutsches Studio. Das war ein deutsches Studio. Und da benutzen die solche Wörter wie Impossify. Limbic Entertainment. Okay, ja. Limbic ist deutsch. Okay, das ist ja nice. Über Bandai, das finde ich ja noch nicer. Das ist das Schönste. Voll über Bamco. Also, traumhaft. GG, ne? Ja, ist wirklich toll. Was würdest Was ich bauen würde? Was realistisches? Ja. Das Riesenrad war eine mega geile Idee. Das Riesenrad mit dem, aber das waren auch so verschiedene Riesenräder, die sich gegenseitig antreiben, oder wie? Ja, so wie ein Zahnräder. Ein Zahnrad-Riesenrad. So ein Uhrwerk-Riesenrad und außen sind die Gondels. Oder so Wände, hier so zwei Wände. Ja. Und das sind immer so Magnetspots und du hast auch so einen magnetischen Anzug an. Und einige stoßen dich weg und einige ziehen dich an. Was ist, wenn du runterfällst? Bonk, 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 bonk. Ja, aber was, wenn du runter? Ja, da ist eine schöne Schau. Du machst so einen Todespark dann also? Ja. Okay, ja. Okay. Ja, das sehe ich. Am Anfang müssen die Leute was unterschreiben, so. Aber du hast kein Recht, mich zu verklagen, wenn du stirbst. Die ganzen Sachen sind am Ende vom Park, ja. Damit die vorher noch Souvenirs kaufen, alles kaufen. Natürlich, natürlich. Und dann natürlich. Wird am Ende aussortiert. Schön. Aber ich habe gern Theme Park World und sowas immer gespielt. Ja, wie, genau. Gute Frage. Ego-Perspektive dadurch. Ja, Folge. Ja, oh, habe ich auch geliebt. Habe ich auch geliebt. Ja. Warte mal, wie hieß das Spiel nochmal? Park Beyond. Deutsche Sprachausgabe. Ja. Okay. Park Beyond. Folge. Und auf impossify.com kannst du mehr über das Spiel erfahren. Und ich möchte gerne einen Autoscooter bauen. Oh. Ein AMG-Autoscooter. Ja, red weiter.
AMG-Autoscooter. Ja, weiter. Mit Sportmodus. Mhm. Du setzt dich in den Scooter, dann machst du den an und der brummt erstmal auf. Okay, so, ja, weißt ja, du? Ja, okay. Oder ein BMW-Autoscooter, wo alle nur links fahren. Das ist so ein riesiges Feld, aber alle nur auf der linken Seite. Das so. Und automatisch über Lichthupe. So. Finde ich auch gut. Oh, schön einfach. Gibt es eigentlich solche Autoscooter, wo einfach ein Trabi? Also im Modell Trabi, Modell Wartburg, so ein Ostscooter. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass es sowas vielleicht irgendwo gibt. Ich hoffe es ja. Wo, das weiß ich nicht. Gehen wir zum nächsten. LKW-Autoscooter. Oh, oh ja. Wo sich alle gegenseitig überholen, so mit 1 km/h mehr. Einfach so eine geile Hupe. Mega. Ja, will ich nehmen. Ach, schön. Noch was vom Bamco. Ja, oh, noch was? Oh, nice. Oh, alles klar. Das nächste, ja? Das kennen wir schon. Ja? Ja, klar. Haben wir auch schon was zu gesehen? Wobei, wir haben das bei uns beim Stream schon gesehen, weil wir haben das Reveal haben wir geguckt im Stream. Wir? Ich war dabei? Nein, du warst nicht dabei. Aber du kennst es bestimmt auch. Ja, das nächste, das kennt ihr schon. Also, Mazza. Peggy 18. Bin gespannt, du. Peggy Bundy. Ja, das kennen wir natürlich. Warte, Auge. Ah, das ist das. Stop pointing your guns at me. Ja. Drop your fucking weapon, do it now. No, you lower yours first. I don't want to hurt you. Das ist aber ein neuer Trailer jetzt dazu, nicht wahr? Ich bin unsicher. Die Szenen, also der Trailer ist neu, die Szenen kennen wir teilweise auch schon. Oh, den nicht. Nee, deswegen. Das, oh. Das ist wieder das, was meine Frau spielen wird. Das müsst ihr zusammen spielen? Nee, die spielt das mit an. Und dann habe ich zwei Nächte lang schreiende Frauen im Wohnzimmer. Ist toll. Die Nachbarn fragen immer. Und wo wohnst du so lange? Ich probiere mich einfach zu verstecken. Oh, okay, verstehe ich. Vor der Polizei aber. Weil die stellt immer ganz komische Fragen. Ihre Nachbarn haben Schreie gehört. We can get through this, but only together. Aber es sind doch Soldaten, können die nicht wegballern? Ach so, ja. Ja, vielleicht sind solche Sturmtruppler-Soldaten. Okay. With my son. It's his birthday today. Best present you can give him is to make sure you get home today. Am Geburtstag seines Sohnes ist er da unten. Father of the Year. Den Termin, wenn das geht. Und das Geschenk nimmt er mit nach unten. Sergeant Kane. You alright? Ja. Damit der Sohn das findet. Meinst du, der Sohn ist auch da unten? Ja. Alright, everyone, take a fucking second. He's not lost. I didn't come this far to die by a trigger. Das stört zum Glück überhaupt nicht. Mhm. Diskrete Geräusche aus der Küche. Ja. Ich glaube, Romatra wird gerade geopfert. House of Ashes. Ja. Ich habe den Namen auch vergessen gehabt. Entschuldigung. Nö, ja, ich habe das auf dem Schirm. Also House of Ashes spielen wir natürlich auch wieder, ne, wie immer. Die ganze Dark Pictures Anthology. Dark Ashes steht eh schon auf dem Plan. Hast du alle anderen auch gespielt? Alle, ja. Also okay. alle beiden waren das. Ja, genau. Genau. Ja. Und natürlich wieder, die Pan wird dem Kurator wieder auf den Arsch gucken und sagen, was hat der nur für einen Arsch? Das wird auch wieder passieren. Wir wissen es einfach. Aber der Kurator ist nicht der Psychologe? Ja, in diesem Fall, ja doch, das ist der. Genau. Okay. Da ist immer dieser Typ, der zwischendurch dann immer ganz ruhig erzählt und dann rumläuft. Ich dachte, das wäre ein Psychologe, alles klar. Ja, man weiß nicht. Ich glaube, hier ist es ein Kurator. Oh. Also nennt sich so, aber wahrscheinlich auch Psychologe, alles. Ja. Also klar, das haben wir auf dem Schirm, das nehmen wir mit. Ich glaube, bisher hatten wir das Monster aber niemals gesehen. Man hat jetzt so mal eine Hand. War so ein bisschen Batman of the Future war das, glaube ich, ne? Ja. Das sah so ein bisschen so aus. Aber ansonsten, jeder andere Trailer war immer nicht zu sehen. Man immer nur so, ja, so wo ist es denn? Genau, so in die Schwärze gezogen. Und das ja, war's, genau, dass genau. Man zum ersten Mal so ein bisschen gesehen, ja, so Landstein hat. Ja. Ja. Oder Man-Bat. Ja, Man-Bat geht auch. Man-Bat? Ja. Ich lese gerade, der ist aber auch hot, der Kurator. Ja, ich glaube, der Kurator ist sehr begehrt bei der Damenwelt und natürlich auch teilweise Herrenwelt. Ja? Okay. Wir wollen ja heute alles politisch korrekt machen. Kurator ist sehr begehrt. Ja, das ist ein heißes Stück Fleisch, wie man hört, von seiner eigenen Frau. Heiß ist auch der folgende Titel. Ja? Für mich sehr. Ich sehe nur deine Armhaare. Ich versuche runterzukommen, ich sehe nur deine Armhaare. Und die sind auch heiß.
Ist für mich. Okay. Das ist für mich. Okay, dann das für mich. Sag du doch mal Mats ab. Ich sage... Max ab. Ich wollte jetzt irgendwas in Verbindung mit dem Spiel machen. Ach so. Tails ab. Oh, Tales of Arise. Tales of Arise, ja. Habe ich vorbestellt. Hast du? Habe ich vorbestellt. Die Demo soll richtig gut gewesen sein. Hab ich gehört und habe es vorbestellt. Ich bin so neidisch. Alle durften die Demo spielen. Ich bin. Wieso eigentlich nicht? Ja, freu mich. Sieht so gut aus einfach, ne? Ich will wieder eine geile Truppe haben. Darum geht's. Ich will wieder geile Charaktere in der Truppe. Und dann kämpfst du und batzt du und bummst du. Wie lange gehen die Tales-Spiele so? Wenn du sie nur einmal durchspielen willst, so im Schnitt bei mir 60 bis 80 Stunden. Ja gut, bei dir. Ja, aber 60, ich sag mal 60 ist so normal. Mhm. Aber danach kannst du halt nochmal durchspielen, weil wenn du es durchspielst, schaltest du einen gewissen Shop frei. Spiele jetzt die Demo-Version. Du kannst die Demo-Version spielen. Oh. Wenn du nicht die Saus. Die ist aber nur bis Sonntag erhältlich. Nein! Tschüss! Ich bin einmal. Tschüss! Ja, gibt's die Demo auch auf Steam? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Also wir sind ja hier eingesperrt. Wir können es einfach gar nicht. Wir können nur vermuten. Aber ich glaube ja, Tales of Arise habe ich auf Steam gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da habe ich, glaube ich, vorbestellt. Ja. Die Tales-of-Spiele sehen schon mal ziemlich geil aus, habe aber noch nie eins gespielt. Ich eben auch nicht. Ich sehe die immer. Man muss aber auf JRPGs stehen. Ich habe früher sehr viele gespielt. Ja. Und irgendwie hat das dann irgendwann aufgehört. Dann habe ich noch diese Western-RPGs gespielt, seit Baldur's Gate, glaube ich, oder so. Und dann war es irgendwie weg. Und ich will immer mal wieder. Aber irgendwie, ja. Die Tales-of-Reihe, super zu empfehlen. Kann man die Teile einzeln spielen oder muss man am besten die gesamte... Nee, nichts ist zusammenhängt. Ich glaube, der Einzige, der ein bisschen zusammenhängt, ist so ein... auf Mirikami Dungeon, da machen alle mal mit. Oh, okay, aber ansonsten brauchst du überhaupt nichts zu wissen von nichts. Alles klar, okay. Jede Story einzeln, alles einzeln. Ja, dann... Das nervt zum Glück überhaupt nicht, ja. Pressluft haben wir da hinten. Ja, das ist ziemlich gut. Romatra ist sehr zäh, das dauert, wird wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. So, er hat auch Final Fantasy gespielt. Ja, gut, klar, das ist ein Remake, aber ich habe sonst viele JRPGs ausgelassen. Ja. Wir warten mal kurz, bis die sich beruhigt haben mit ihrer Gewalt. Ja. So lange können wir über Tales of reden. Ich mag das Thema sehr gerne. Die kloppen gerade die Schnitzel wahrscheinlich, ne? Okay. Haben wir aber lange für gebraucht. Mm. Was machen die ganze Zeit? Schnitzel kloppen, hörst du ja. Dustin, haben wir Zeit, mal kurz in die Küche zu gucken? Wir können auch mal Putzi mitnehmen. Ja, wir sehen die Küche aber nicht. Der Stream sieht die Küche, wir sehen sie aber nicht. Wir wollten noch mal kurz gucken. Oder wir können die Küche ja darauf. Können wir nicht Putzi kurz einpacken und zur Küche gehen? Wir brauchen noch keinen Sound, wir wollen noch mal da gucken. Den Sound haben wir ja. Boing, boing, boom, boom. Okay, es geht nicht. Okay. Ich weiß nicht genau warum, aber Dustin klingt sehr verzweifelt und will, dass ich auf keinen Fall aufstehe. Ich glaube, ich bleibe auch mal sitzen. Guck mal, ich gehe in die Küche. Ja, du hast ja kein In-Ear, du hast ja nichts gehört. Ich kann einfach gehen. Du kannst ohne Kamera in die Küche gehen. Ja. Oh, sieht gut aus, was hier machen. Frank kann nicht gehen. Nein, keine Sorge, keine Sorge, ich gehe nicht. Keine Sorge. Und wir dürfen die Küche auch nicht im Stream sehen? Nee, ist verboten. Also die Zuschauer dürfen die sehen, aber wir nicht? Ja, geht's ist verboten. Ja, ja. Weil die machen was für uns, Erik. Das ist eine Überraschung. Schnitzel in Max- und Erik-Form. Deswegen werden die gerade überprügelt. Ja. Immer drauf. Irgendwann sehen die so aus. Fettes Fleisch. Einfach so Klumpen. Der Stefan gibt schon einen bösen Blick gerade. Ja. Okay, wir wollten hier bleiben. Das war ein Scherz. Ja, ja. Okay. Na gut. Ja gut, kommen wir mal zum nächsten. Dann machen wir den nächsten Trailer, während die anderen in der Küche was Schönes machen. Okay, aber wir machen ja auch schöne Sachen. Nochmal von Bamco. Ah, okay. Ja, das habe ich übrigens auch vorbestellt. Ja. Man glaubt es kaum, aber ist auch vorbestellt. Ja, sah auch gut aus. Sah auch wirklich gut aus. Ja, ist kein Geheimnis. Ja. Let's go. Max ab. It's not just our power. It's all of our power. Working as a team. Don't underestimate me. Here goes. Hat die Hasenzähnchen? Ich hab grad nicht drauf geachtet.
auf ihre, auf ihren Dentalstatus. We have to work together. Überzeugt mit einer futuristischen Fantasy. Erik, du musst schneller lesen. Ich kann nicht mehr vorlesen. Lesen kann ich so schnell, aber nicht vorlesen. Connect your minds and become one. Use the red strings to save the world. Erik. Haben wir heute ja schon gespielt. Ja. Ist ja auch schon draußen. Was sagst du dazu, dass es immer öfter wieder Demos gibt? Finde ich voll. Also ich finde es voll geil. Wir spielen ja auch im Stream, testen wir mal wieder Demos. Oh, for players. Oh, das ist aber nicht gut gealtert. Oh. Noch sind sie da bis, ja, bis Oktober. Ja, aber bis 31. Ja, das ist so bitter. Ja. Scarlet Nexus, jetzt erhältlich, ist schon raus. Ist schon, ne, also seit 2 Monaten knapp draußen. Ja. Cool. Habt ihr alle schon gespielt? Ich guck mal gerade hier. Ich wollte es mir auch mal angucken, ja. Verdammt. Ja. Aber auch noch nicht. Wieso nicht gut gealtert? For Players wurde eingestellt oder wird eingestellt. Ja, leider. Leider. Seit leider. Nach 20 Jahren. 20 Jahre Game-Tests, Artikel, pipapo. Und es wird eingestellt. Das ist halt super bitter. Oh, Botschafter Kosch, vielen Dank. Dankeschön. Danke für die Abos, vielen Dank, Dankeschön. Ach, die Demo ist jetzt auf dem PC erhältlich von Scarlet Nexus. Die Demo, ah. Die gab es vorher nur auf Konsole. Ah, okay. Und ja, ist jetzt, alles klar. Okay, Demo gibt es jetzt also, okay. Also wenn ihr spielen wollt, jetzt ist die Demo da, könnt ihr euch kostenlos ziehen, sofort loslegen. Ich sollte öfter mal auf deinen Schritt gucken, wo die Karten liegen. Ich lege sie einfach besser in den Schritt. So. Das wäre schön. Ja. Oh, das nächste Spiel ist auch erhältlich. Und ich muss es unbedingt, ja, ich weiß, ich... Hast du es noch nicht gespielt? Ich kam auch noch nicht dazu. Ich muss es auch. Ich wollte es nämlich im Voraus aufnehmen eigentlich, aber dann hat man Hochwasser. Ich schieb das mal ganz knallhart aufs Hochwasser, was wirklich war. Ja? Ja, ja. Echt? Ja, ja. War das zu dem Zeitpunkt? Ja, das war wirklich zu dem Zeitpunkt. Ich hab's sowieso schon von mir hergeschludert. Also doch. Ah. Ich hab's von mir, ja, weil ich kam nicht dazu. Und dann habe ich einen Monat im Voraus aufgenommen. Weil ich wollte sagen, das kam doch schon lange raus. Und habe gedacht, okay, jetzt hast du Zeit, jetzt kannst du ein paar Sachen schon mal im Voraus aufnehmen, noch mal ein bisschen bla. Und das ist leider eines der Spiele, die ich hole das aber noch nach. Ich weiß noch nicht genau wann, aber das hole ich auf jeden Fall noch nach. Das ist auch ein Herzensding. Muss ich auch machen. Ihr also, wisst, also ja, komm, lass mal Max ab. Max ab. Let's go. Ja, super schön. Albträume in 4K ist aber schön, das ist Liebe. Tarsier ist aber auch Liebe, einfach. Jetzt mit Upgrade. Hat schon ein Upgrade. Mhm. Ja, Next Gen Upgrade bekommen. Krass. Mhm. Wenn das Gekloppe hinten nicht wäre, ne? Oh, die Musik ist aber. Tut mir voll leid, dass du es nicht hörst gerade, aber. Nö, ich höre es ja dann, wenn ich es zum ersten Mal spiele. Viel besser. Ach, hier wird noch verglichen, ne? Ich habe extra gewartet mit dem Let's Play, damit wir volumetrische Schatten haben und die neuen Features und 4K. So ein guter ist der Erik. Oh mein Gott. Oh, kann man sich jetzt wehren? What? Alter. Ich liebe Tarsier. Oder Tarsier, ich weiß nicht genau, wie es ist. Little Nightmares 2 ist einfach eine Pflicht. Enhanced. Es ist einfach eine Pflicht. Nice. Wir machen das auf jeden Fall noch. Ich musste bei Twitch Clips Germany immer mal die Clips beenden, weil eine Streamerin das gespielt hat. Und dann war immer Spoiler. Und dann waren irgendwelche Clips und ich so, okay, alles klar, ich kann noch nicht. Ich guck's Spoiler. Mir noch nicht an. Ja, Spoiler. Oh, okay. Oh, okay, ja, so verstehe ich. Versteh ich. Ich freue mich echt drauf. Aber ich schieb's auch genauso wie du. Ich so, ja. Es sind auch so viele Spiele und so viel passiert und es ist so viel zu tun. Ja. Und dann, aber ich will's halt auch genießen. Genau, man will und nicht einfach so schnell in dieser schönen Stimmung auch noch drin sein. Genau, so, genau. Jetzt nehme ich mal 8 Stunden. Genau, und ich will nicht gestresst oder sonst irgendwas mich hinsetzen, sondern ich will einfach so mich richtig auch darauf freuen. Ja. So, und das war in letzter Zeit auch ein bisschen wild. Aber das machen wir auf jeden Fall noch. Das sehr akkurat ausgedrückt. Ja. So, das nächste. Das nächste Spiel handelt eigentlich auch in der asiatischen Mythologie. Hätte ich jetzt ganz im Ernst erwartet, dass du auch sagst, du warst wieder in der Bibliothek. Nee, dass du in der Bibliothek dafür warst. Nee, pass auf. Als ich in der Ausbildung war, da hat eine Kollegin von mir, sie war mit einem Japaner verheiratet, hat mir, das ist lange, lange her, dass ich das zum ersten Mal in Kontakt mit Mangas kam. Oh. Und die Kollegin hat mir die Mangas gegeben von der allerersten Serie von dieser Serie. Kann man das so sagen? Von dieser Akira Marke. Toriyama? Ich habe die verschlungen. Und zwar während der Ausbildung, ich habe die alle verschlungen. Verstehe ich. Ich habe nachts noch gesessen, nachdem alle zu Hause waren, im Büro und habe einfach Mangas gelesen. Das war mein erster Berührungspunkt mit Mangas. Ja. Und ich war sofort hooked.
Und, aber komischerweise nur bei der Originalversion. Ja. Später nicht mehr so, weil es wurde zu viel. Aber die Originalversion habe ich verschlungen ohne Ende. War auch sehr gut. Als er noch einen Schweif hatte. Ja. Und als es noch die Wukong-Mythologie war. Und er bei Bulma das Höschen da drauf patzt. Ja, genau. Oh, es war so gut einfach. Ja. Es war so gut. Dragon Ball war meine erste Liebe, was Mangas angeht. Aber hast du da auch die Anime dann verfolgt? Nicht mehr wirklich aktiv, weil es war zu viel. Gerade Dragon Ball, das Original habe ich verfolgt, aber dann sie nicht mehr. Ah. Weil es war einfach too much und ein Kampf, der 3 Folgen dauert und aus 7 Frames besteht. Da hatte ich nicht die Geduld. Die Cell Saga war so gut. Ich werde es vielleicht irgendwann mal, wenn ich wirklich nichts zu tun habe. Das kann man so nebenbei laufen lassen. Einfach so bingen, durchbingen. Ja, so nebenbei durchbingen. Ja, ja, vielleicht mache ich das mal. Ich liebe diese Trainingsszenen von Goku, wenn er in einem Raumschiff irgendwie zum anderen Planeten fliegt und Bulmas Vater hat ihm noch so mehr Schwerkraft ins Raumschiff gebaut, damit er noch krasser trainieren kann. Und ich liebe diese Dinger, die motivieren mich. Da denke ich mir, alles klar, jetzt werde ich zu Rocky. Und die haben irgendwann angefangen, so, weißt du, immer stärkere Gegner, ja, noch stärkere Power Gegner, Creep, ja. Gegen Gott kämpfen reicht nicht mehr. Ja, ja. Dann musst du gegen einen Planeten kämpfen, gegen das Universum, gegen die Existenz selbst. Multiversen greifen an und dann und irgendwann... Und das neue Dragon Ball Super ist so gut. Ja? Ja, also wenn du Multiversen erwähnst, guck dir Dragon Ball Super an. Du musst nichts davon kennen. Du musst den Rest echt nicht mehr kennen. Ist aber auch alles verschieden. Dragon Ball Kai lese ich auch gerade ganz viel. Ach, Kai, wer schreibt denn Kai? Aber ist offenbar, ja, nach Dragon Ball Z kommt Dragon Ball Super. Dragon Ball Z ist mega. Ja, ist so gut. Jiden. Also jeder die Musik ist gut und Jiren ist gut. Das Schöne ist aber, dass jeder offenbar auch selbst bei Dragon Ball verschiedene Geschmäcker hat und seine eigene Lieblingsserie von Dragon Ball. Ja, aber es gibt keinen, der Kai mag. Oh, Botschafter Kosch nochmal. Dankeschön, lieber Kosch. Vielen Dank für die gifted Subs. Dankeschön. Ach ja, Kai war doch nur ein Remake, okay. Ja. Dragon Ball Kai. Okay. Ist das Kai Rosenkranz? Oder? Ja, ganz genau. Dragon Ball Kai Rosenkranz. Ja, das ist Kai. Ja, verstehe. Ja. Verstehe, ja. Okay, dann lass mal kurz. Ach ja, da war ja was. Wir reden die ganze Zeit. Ja, bam. Wir wollten den Trailer gucken. Bam. Kakarot. Ach, hör doch auf. Kakarot. So. Auf der Switch. Ich liebe die Switch so sehr, ey. So ein liebes Konsole geworden. Und ich liebe die japanische Sprache. Und ich weiß nicht mehr warum. Halte den einen Fall der Saiyajin auf. Oh ja, geil. Arif. Wie krass aber selbst diese Cell-Shading-Grafik geworden ist, ne? Ey, die passt aber auch halt so. Ja, die sehen halt wirklich aus wie Anime. Ja, also das Game sieht aus wie Anime. Wie ein geiler 3D-Anime. Das ist halt echt schon krass gemacht. Frisode. Ja, die gehen du vorst. Ich liebe die Gendun Force. Ich hoffe, die zeigen noch Team Rocket. Das ist ein ekliger. Ja, fass mich nicht an. Ach, schön. Das ist lustig. Ja. Und ich schwöre, alle fucken sich darüber ab. Ja, hier sich ab. Oh, das ist schön. Jetzt die Cell-Saga. Oh, der Chat fuckt sich auch ab. Oh, das ist schön. Hat er auch Cell-Shading? Ah, das unangenehm, Mann, ist das unangenehm. Gott, halt doch einfach dein Maul. Wirklich. Wir Erwachsenen, wir haben hier Spaß. Oh. Team Rocket ist Pokémon. Danke, Captain Obvious. Oh. Vielen Dank. Wichtig, das zu erklären. Oh, wie gut das aussieht. Aber das sind. Okay. Aber Buu kennst du auch mit Obby? Ja, kenn ich auch. Babidi-Boo. Aber den kleinen Schrumpeling hier gerade, den kann ich nicht. Warte, der hat ja auch diesen Babidi-Boo. Und er heißt, alles hier, Märchen. Oh, ich kann nicht doch. Ist das Babidi-Boo?
Zeit für ein Duell. Ja, Babidi. Babidi müsste es sein. Ist es Babidi? Ist es Babidi, oder? Babidi. Ja, Babidi. Ja, Babidi. Okay. Babidi. Im Chat stand gerade noch Zeit für ein Duell. Oh, schön. Oh, das geht voll lang. Das ist voll geil. Ich liebe es. Aber okay, was die Musik. Du müsstest die Musik gerade hören. Oh, ist doof, dass du kein In-Ear hast. Voll geil. Was ist... Was spielt man da? Ist ja alles? Ich und alles geil? Kämpfe ich und ich darf die ganze Story erleben? Geil. Will ich. Mach ich. Lieb ich. Hat jetzt ein bisschen die Mangas gespoilert, finde ich. Ist eigentlich nochmal ein Mangas zu sagen? Mit S am Ende? Ja. Also ich, ja. Ist das die Mehrzahl? Also ich, ja. Ich glaube, kannst du beides machen. Manga oder Mangas. Ja, okay. Ja. Oh, eine Woche nach meinem Geburtstag. Okay, nice. Babidi-babidi-babidi-bo. Ein Kochgegenstand. Wow. Okay. Und und uns gibt's auch. Und Subquests. Oh. Ja, und wir sind auch Vorbestellerbonus. Will ich. Mangos. Will ich. Brauche ich. Mangen. Man sagt Mangen. 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 Mehrere Mangen. Ich hab mir drei Mangen gekauft. Oh ja, es riecht ein bisschen nach Schnitzel. Ja, es riecht ein bisschen nach Schnitzel. Oh Gott, ich hab so. Seitdem sie nicht mehr kloppen, riecht's besser. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und was trinken müssen wir wirklich mal langsam, ne? Dieses Spiel sieht verfickt geil aus. Ja, wirklich so. Es sieht halt wirklich aus wie Anime. Also wie ein Anime, wie ein einfach gezeichneter Anime. Und ich kann es einfach auf der Switch spielen. Ich liebe Switch so sehr. Ich liebe Switch. Und was sagst du zur neuen Switch? Entschuldigung. Wo alle gehofft haben, irgendwie höhere Auflösung. 4K-Switch, bla bla bla. OLED-Bildschirm. Das ist es halt noch nicht. Ne? Das ist aber so. Ja, weiß ich nicht. Es ist nett. Nice to have, aber kein Grund, sich die normal zu holen. Nee, wenn du sie bisher noch nicht hattest, okay. Ja. Hm. Also ich bin ganz ehrlich, alles klar. Geht weiter, ist mir egal. Nächster Trailer ist verfangt, kündige du an. Mats ab. Ist wohl klar, was kommt. Regie schläft gerade. Alter, ich hasse die Regie, komm. Regie schläft, danke. Okay. Ja, ist noch ausstehend, das wird aber 18. Ab 23. Ist ganz klar. Oh. Knack 3. Ich hab keinen Ton. Ah. Willst du meinen Ton haben so lange? Ja. Okay, ich weiß nicht, ob das geht, aber hier, linkes Ohr. Ich denke, danke dir. The Tarnished. Oh, Erik, wenn du es hören könntest. The Tarnished, wie sind das? Ach, wir hören es beide geil. Ein bisschen, ja. Guided by grace, once lost. The Golden Order is broken to its core. Ja, mach Liebe mit mir. Oh. Ich traue mich gar nicht, was zu sagen. Sag doch wieder irgendwas über Team Rocket oder so. Das ist jetzt dieses Blood Souls, ne? Genau, Erik. Ja, das ist nicht so schlimm. Du hättest viel schlimmere Sachen sagen können. Lords of the Fallen oder so. Ist das Souls-like? Ich hoffe es. Emboldened by the flame of ambition. Erik, halt dich zurück. Ich weiß es nicht, wie auf der Zunge. Oh, ich liebe dich. Ich hab das gar nicht programmiert, ne? Also. Weißt du, was mir bei diesem Souls-Spiel immer einfällt? Welches, du zu viel redest, ja. Nee, welches Wort mir da mal einfällt, was ich sonst nie verwenden würde? Geil. Opulent. Opulent. Das ist so das Wort, was mir da mal einfällt. Das verwendest du nie? Ja, normalerweise nicht. Welch ein opulentes Mal. So, ja, genau da benutze ich das. Genau da. Ja? Ja, genau da. Auch wenn ich nur irgendwie ein Brötchen hatte. Welch opulentes Mal das war. Aber hier fällt mir das Wort einfach ein, wenn ich das sehe. Diese brachialen Landschaften. Oh. Ich bin mal ruhig. Nee, ist okay. Lowly tarnished. Plain as a lord. I command thee. Geil. Das war doch gerade der von Disney, ne? Schön und das Biest. Es ist ein optisches Festmahl. Ja. Also opulent. Ja. Oh, geil.
Der Herr der Elbenringe. Es ist Hammer. Man hat ja auch schon einiges gehört, also was sie so kampftechnisch vorhaben. Dass ja. Oh, das wird total irre. Oh, jede Waffe hat quasi so auch ihre eigenen Skills richtig und du kannst so viel machen. Und ich habe schon wieder alles vergessen und das ist, oh mein Gott, ich will's. Leute fragen mich immer, warum ich das denn nicht spiele, wenn mir das gefällt, ne, und so bla. Das Ding ist, diese ganzen, also diese geilen, also Dark Souls zum Beispiel auch, das ist so, das gönne ich mir mal, mir das immer beim Funk anzuschauen. Und der Funk spielt ihn nicht einmal, nicht zweimal, sondern halt einfach so oft, bis er theoretisch durchrennen kann. Und beim ersten Mal dieses Salz einfach und wenn man, ne, und man freut sich einfach richtig mit, wenn man den Kampf dann schafft. Ja. Das ist so, man, und ich weiß nicht, ob ich die Geduld hätte, wie du die aufbringst, weiß ich einfach nicht. Ich habe, wie viele Stunden habe ich an einem, ich frage gerade meinen Chat. Ich glaube 12 oder 13 Stunden habe ich mal einen Boss probiert. Ja, die Geduld hätte ich nicht. Ja, das war da, schrecklich. Das, ja, Ludwig, ja. Aber ich gucke das bei dir einfach super gerne mit. Das ist wirklich, das gönne ich mir immer, wenn der Funk das spielt, dann nehme ich mir Zeit für. Das ist wirklich so, ein bisschen wie bei Games Done Quick, ne, wenn man das so macht, man nimmt sich wirklich die Zeit dafür. Und das mache ich wirklich immer mit den Souls-like-Dingern. Schaue ich mal bei dir, Ludwig lese ich ja da. Ja, er heißt Ludwig. Ludwig okay. Mit den Moonlight Greatsword. Das war traumhaft. Ach, schön. Oh. Hier fühle ich, mein Rekord sind 8 Stunden. Ja. Ja. Oh, und man bleibt einfach dran. Du weißt, du grindest diese Wand irgendwann einfach runter. Genau, oh. Ich weiß nicht, ob das noch gilt. Ich würde gerne, wenn du das spielst, würde ich gerne drauf reacten. Wie? Also du restreamst mich dann? Ich mache Werbung für dich. Ja, klar. Ja, okay. Also ich mache dann... Also du kannst auch mitspielen. Wenn das für dich... Nee. Guck mal, doch. Online-Kurve bist du... Nee. Da gönne ich mir das zugucken. Ah, okay. Aber wenn das für dich okay ist, würde ich da wirklich super gerne reacten. Ja, klar. Das wäre super nice. Dann würd ich würde mir Knabbereien holen, zusammen mit euch. Ne? Knabbereien holen, Getränke holen. Ich sag jetzt noch, ja, ich werde so bereuen. Dann. Und dann super gemütlich da sitzen. Und dann, ich werde zuerst natürlich sagen, Funk macht doch mal besser. Ne? Und dann, aber irgendwann werde ich mitfiebern. Nein. Das wird passieren. Nein, nein, ich glaube nämlich, du wirst dich wirklich dem Chat anpassen. Das passiert dann. Nein, nein, das wird... Sicher? Nein. Sicher? Habe ich bei mir letztens erlebt. Was da macht der Chat dann immer? Du musst so und so machen. Ja. Wann bemerkt er endlich, dass er so schlagen muss? Das habe ich bei mir bemerkt. Ich war bei einem anderen Streamer, sogar bei einer anderen Streamerin. Und ich war am Anfang auch noch so voll okay, auch egal, wie sie gespielt hat. Und je öfter ich den Chat gelesen habe und dann ihr wieder zugesehen, wieder Chat gelesen und wieder ihr zugesehen. Und ich habe mich schon erwischt, wie ich so langsam eintippe, so, wie wär's denn mal, wenn du das einfach mal so und so machst? Und ich so, oh mein Gott, nee, ich hätte fast Enter gedrückt. Oh. Und ich wurde wirklich langsam zu euch. Oh oh. Ja. Ja, ich hoffe, das passiert mir nicht. Ja. Ich hoffe, wir kriegen das alles gut hin. Oh. Ja, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn das rauskommt und so 2022. Da werde ich, wann kommt das raus? 2022, am 21. Januar. Okay, super, dann passt es ja. 21. ist aber richtig, oder? 21.01.2021. Ja. Oh, danke. Okay, super. Oh. One of us. So, einer von uns. Ja gut, vielleicht wird es dann auch passieren. Ich versuche es nicht da, zu tun. Mach mit. Es ist okay. Lass dich gehen. Du wirst mich nicht lesen. Ich restreame ja und dann kann ich es ja sagen. Auch wieder. Oh ja, das ist ja noch schlimmer. Das heißt, du kannst eigentlich in deiner Bubble, geschützt vor meiner Bubble, total gegen mich ballern. Oh. Der soll mal blocken. Ja, genau. Oh. Ach, schön. Okay. Ja, da freue ich mich aber wirklich drauf. Das wird schön. Oh Gott, ich hätte nicht gucken sollen, was der nächste Trailer ist. Ich kenne nur die Firma, also den Publisher besser gesagt. Auf das nächste Spiel freue ich mich persönlich sehr. Es hat eine Menge. Der erste Teil hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der zweite hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber der erste ist immer noch unübertroffen. Der Fette mit den Ketten und so weiter, ihr wisst es, ne? Und die, hast du den zweiten durchgespielt? Den zweiten habe ich durchgespielt, okay. Klar. Ich habe also durchgespielt. Ja. Echt? Ja. Oh, würde ich auch jederzeit wieder machen und da fällt mir erstmal das Ohr raus. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. So, warte. Ich glaube, ich habe es nicht richtig festgekriegt hier. Ja, die Leute erraten es. Ja, natürlich. Und ich will jetzt unbedingt gucken, ist das das richtige Ohr hier eigentlich? Ich glaube, ich habe den auf dem falschen Ohr, ne? Oder mache ich den falsch rum fest? Warte mal, ich glaube, so, ne? Zeig mal. So ist richtig. Ne, warte, so. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, drin. So, alles klar, dann ich will nicht lange, ne, lass mal machen, lass mal gucken. Lass mal knacken, ne? Ja, Film ab, Bam. Freunde. Oh ja. I want you to know that you are safe.
I'm your friend. Why did you come here? Toy Factory? Mhm, Two Toy, ja. Mhm. Duck Duck Goose. Oh. You presented yourself as able. Oh nein, Puppen in Spielen. Oh nein. Und das war ein Clown, oder? Ja. Das sah ein bisschen aus wie ein Clowns Gesicht. Murkoff Industries auch da dabei. Das war doch Peter von Froster. Das habe ich gesehen. Kann man sich diesmal auch wehren? Ich habe gerade Minen gesehen und sowas. Ja, ja. Und ich sehe immer wieder das Murkoff-Logo aufblitzen. Outlast Trials freue ich mich extrem drauf. 2022, okay. Ich habe ganz kurz eben, ich wollte das jetzt nicht während des Trailers machen, weil ich wollte unbedingt gucken. Ich habe irgendwie so eine Wimper. Eine Wimper, die mir hier gerade amok läuft, ins Auge reinsticht. So, auf jeden Fall Outlast freue ich mich mega drauf. Aber ich bin ganz. Oh nein. 4-Spieler-Koop lese ich gerade. Es ist ein Spin-off, kein dritter Teil, okay. Fokus liegt auf 4-Spieler-Koop. Ist dann aber nicht sowas wie bei DBD, dass einer dem Bösewicht ist und ihr müsst wegrennen. Ich weiß es nicht, aber ich rieche einen Metstream. Ich würde so gern mal wieder Matt zu mir nehmen. Ja, ja. Lieben gerne, yeah. Nicht nur hier. Das sollten wir ganz dringend. Ja, das sollten wir machen. Wir sind doch eigentlich alle da. Also, ja, Tobi nicht. Tobi ist nicht da. Ja gut. Tobi ist im Flur. Der ist draußen. Ja, kriegen wir irgendwie hin. Aber das wäre auf jeden Fall mal wieder was mit Matt, ne? Ja. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Tobi ist im Chat. Oh, Tobi! Tobi! Grüße gehen raus! Knutbert! Grüße gehen raus! Hallo! Tobi, wenn du willst, komm vorbei, ne? Ich meine, Darmstadt? Nee, ist ja nicht mehr Darmstadt. Bei Darmstadt bis Köln? Wie lange brauchen wir da? Ja, guck da den richtigen. Wie lange fährst du da so? So mal rum. Eine Viertel. Viertelstunde? Eine Viertelstunde. Ja, aber komm, ich gebe auch richtig. Ich geb Gummi. Tobi, Viertelstunde, kommst einfach rum. Gibt auch Catering, die machen gerade hinten Schnitzel und alles. Ne? Kommst du? Mach einfach. Also wirklich, ich würde mich wirklich freuen, wenn es funktionieren würde. Von dem Spiel, was so, jetzt kommt, okay. Ja. Habe ich nur gehört, weil das Einzige ist, was sich viele Leute gemerkt haben. Okay, das habe ich noch nie gehört. Das ist halt das, was ich gelesen hatte heute auf Twitter. Und wie fandet ihr die Game Night gestern? Und alle haben nur genau dieses Spiel geschrieben. Hat Tobi geantwortet? Es scrollt gerade so durch. Und tatsächlich hat jemand die Leute erraten das Spiel. Die Leute erraten das Spiel, ja. Ist krass, oder? Ich bin gespannt, was kommt. Wir wissen 0,0. Oh, okay. Okay. Was wird okay. das? Ja, let's fetz, oder? Okay. Ja, komm, lass, let's roll. Ja. Achso, ich dachte, der Trailer kommt jetzt. Guck mal, das ist ja wieder irgendwas passiert, weil Fresse halten. So, jetzt aber. Okay. Pearl Abyss. Das ist das, was Pan meinte mit den koreanischen Kindergarten. Ich bin irritiert. Okay, sieht mega cool aus. Das sieht. Hä? What? Hä? Was? Neues GTA. Okay, die verwandelt sich. Ja. Als ob. Hä? Erstmal die sicken Sailor Moves. Die kämpft auch. Guck mal, die hat Pokémon. Die hat Pokémon dabei. Und die kämpft gegen die Maus. Und die hat die. Ein Pong-Pong. Ja, wie heißt das denn? Ich weiß es nicht, aber es ist ein Pong-Pong. Da, wo zwei Dildos oben drauf sind. Und ein Gummihammer. Und das war eine Rettichschlange, hast du gesehen? Was bin ich sehend? Oh, der Alpaka.
Kein Alpaka. What the fuck? Ein Drachen? So ein. Hier diese Gedenkkerze. Ja, genau. Dingens. Oh, ja. Boing, boing, boing. Okay, skaten kann man auch. Das soll ein MMO sein. What? Was? Das soll ein MMO sein? Ach, nein. Du hast doch verfaulte Salami gegessen. Nein. Guck dir den Pokémon. Ich bin irritiert und erfreut gleichermaßen. Fliegen kann man auch. Man kann also auch fliegen. Okay. Er ist auf Stufe 40. Okay. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert. What the fuck? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich da sehe. Ist kein MMO, okay. Siehst du, ich habe doch gesagt, die Person, die es geschrieben hat, hat abgelaufene Salami gegessen. Oh, okay, alles klar. Aber wenn das ein MMO wäre, holy shit. Oh. GTA 6, confirmed. Ja, aber wirklich. Hier, GTA 6, confirmed. Konfettikanone? Der Trailer geht auch ganz schön lang, ne? Ja, echt? Das hört aber gar nicht auf. Der geht viel länger als der Kakerlak-Trailer. Der Nasenbär! Ja, schnupp, schnupp! Ghostbusters? Ich. Und so fängst du deine. Das ist ja wirklich wie Ghostbusters! Aber deinen neuen Pokémon fängst du so eventuell. Ach, krass! LSD? Nee, ich glaube die Kinderfantasie. Als Kind habe ich mir das genauso vorgestellt. Dokev. 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 Hammer. Hammer. Heilige. Krass, krass, Hammer. Heilige. Heilige. Krass, soll ja jüngeres schon. Publikum anziehen. Ich glaube, die ganzen Pokémon-Leute werden das erstmal abchecken. Jüngeres oder? Publikum? Ja, so wie dich. Danke. Aber ganz ehrlich, ich will mir das auch angucken. Ja, aber hallo. Und ich bin gar nicht bei Pokémon drin, aber das war gerade so wild. Das war einfach alles geil. Ja. Also ich würde das wirklich, ich weiß nicht genau, was da passiert, ich weiß nicht, was man macht, aber irgendwie macht man irgendwie alles. Orientiert sich am Spielprinzip von Pokémon. Kreaturen sammeln, die Dukibi heißen. Aber sie hat sich auch verwandelt wie Sailor Moon in einer Szene? Ja! Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen Digimon ist auch wieder drin? Ich weiß es gar nicht. Krasse Scheiße. Ist ein MMO laut der offiziellen Seite. Open World. Es soll ein Open World MMO werden. Ich brauche da kein MMO. Ich weiß. Ja, aber ist doch trotzdem auch ist geil. Ist geil. Ich bin irritiert. Ich war, ja. Absoluter Hammer. Laut GameStar kein MMO. Gut, laut der offiziellen Seite ist es ein MMO. Ich weiß nicht, wer von beiden recht haben könnte. Ich weiß es einfach nicht. Ich war letztens. Und auf Twitter GameStar steht Open World Action Adventure. Also, vielleicht ist ein MMO. First Person Horror Shooter. Alles klar, aber alles. Ach so, es war als MMO geplant, ist jetzt aber keins mehr laut ihrem Twitter. Es war mal, okay, deswegen die Confusion. Okay, sie haben die Idee verworfen. Verworfen? Verwuffelt. Haben sie verwuffelt einfach. Okay, weißt du was? Auch wenn das nämlich heute, wir gehen jetzt in die Küche. Okay. Oder? Ja, wir sind fertig hier. Dustin, was machst du, wenn wir in die Küche gehen? Okay, wir können in die Küche gehen. Jetzt will ich aber nicht mehr. Nee, dann will ich nicht mehr. Nö, wenn wir dürfen, jetzt wollen wir neue Trailer. Jetzt wollen wir andere Trailer. Dann hol die Küche doch zu uns, das denn.